Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür und das Jahr 2019 geht zu Ende. Höchste Zeit, dass sich einige Lampen treffen und ein paar Worte wechseln. Der Bayer kann leider nicht dabei sein, wünscht allen Beteiligten aber trotzdem viel Spaß. Böse Stimmen behaupten, der Intro-Bayer wäre aus der aktuellen Episode des Isle of Lamp Podcasts rausgeschnitten worden. Wer steckt dahinter? Die Illuminati? Bex? Zukunfts-Bayer aus der dunklen Zeitlinie? Ha, ha, ha! Hier spricht Zukunfts-Bayer. Spoiler-Alarm! 2020 wird schrecklich! Schrecklich unterhaltsam! Und ich bin auch wieder dabei. Macht's gut, ihr Nicker. Oma, das kannst du so nicht sagen. Ich hab doch Nicker gesagt. Nicker. Jawohl. Ja, schön war's. Tschüss. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp Podcast. Für immer. Endlich mal mit Intro. Wir können es mit dem Intro auch sein lassen, oder? Ja. Ja. Ich sollten wir die Oma vielleicht anstellen. Herzlich willkommen zu Isle of Lamp, der Podcast, Folge 153 mit dem Wookie. Nee, ist 154. Nein. Doch. Nein. Letzte Woche haben wir noch geleitet, dass die Folge 153 ist. Ach, soll ich nachgucken? Ja. www.iloflamp.de. Geh mal währenddessen Spotify. Letzte Woche, der gute Lumumba, war Folge 152. Das ist ja ekelhaft, das haben wir ja voll falsch gesagt dann. Nein, weil davor die Woche war Folge 151, du Noob. Noob, sagt er. Ah. Ja, ein Glück muss ich heute nicht den ganzen Abend nur mit dir verbringen. Wir haben nämlich Gäste. Hallo Gäste. Hallo, hallo ihr. Hallo Hosts. Mir gegenüber, wir fangen erstmal natürlich mit der Frau an. Okay, hallo. Ja. wundervoll, sie ist seit geraumer Zeit Teil von Isle of Lamp, obwohl sie es noch gar nicht genau wusste, weil sie war eigentlich immer da. Seitdem wir in den Pub gehen, war sie immer da. Sie war immer um uns herum, hat uns immer die Wünsche von den Lippen abgelesen, weil wir es gesagt haben. Ja. Die kam schon nur einmal in zwei Stunden bei uns rum. Und genau wie alle anderen da auch. Die haben da so einen Deal. Und wir müssen schon sagen, seitdem Abby nicht mehr Kellnerin im Jamesons ist, geht's da echt bergab. Ja? Meine Damen und Herren, hier ist Abby. Hi. Nur für, wir werden vielleicht ein bisschen langsamer heute sprechen, weil Abby is not a native German speaker. She is from Britain, yes? Aber wir haben uns darauf geeinigt, ich spreche Deutsch, sie spricht Englisch, wir sprechen einfach durcheinander. Liverpool! Okay. Spanisch. Gut. Außerdem ist hier der Ablagestapel. Hallo Dirk. Hallo, lang nicht mehr gehört. Ja? Wieso? Lang nicht mehr. Ach, letzte Woche war ich ja erst da. Ja, da warst du aber zufällig da. Total zufällig. Ich wusste überhaupt nicht, wo ihr wart und ich habe auch keinen Standort geschickt bekommen bei WhatsApp. Ja. Ihr habt da so ein Datenschutzproblem, würde ich sagen. Nein. Irgendein Maulwurf. Nein. Liegt. Ich habe nur... Na, wir können es dazugeben. Wir haben gesagt, ey Leute, kommt vorbei, weil ich mag euch alle und ich trinke gerne mit euch Glühwein. Das war aber klar. In umgekehrter Reihenfolge von der Priorität jetzt ja wahrscheinlich. Ja. Ich will nur sagen, dass ich wusste gar nicht, dass ich letzte Woche eingeladen war. Toll, Abby. Ja. Das haben wir aber schon. Das wusste ich gar nicht. Selbst James wusste, dass er eingeladen war. Ganz gut, aber er ist halt einfach nicht gekommen. Das war schon. Ich glaube, wir beiden waren die Nüchternsten. Das kann gut sein, ja. Aber im Vergleich zu anderen Anwesenden liebe ist es Grüße, auch nicht liebe vergleichbar, Grüße Team ist es auch nicht wirklich schwer, nüchterner an diesem Abend gewesen zu sein als andere Personen. Entschuldigung, ich musste viel verarbeiten an dem Tag. Ja. Du warst gar nicht das Problem. Ja, wir machen heute ein bisschen Weihnachtsstimmung hier, weil Weihnachten steht vor der Tür. Erstmal, das Tolle an Weihnachten ist, wir haben alle Urlaub. Das heißt, wir machen 3 Wochen Pause, weil ich habe keinen Bock. Ja, ich habe Wookie gesagt, ich bin nicht da und wir nehmen erst am 14., haben wir eigentlich geplant, dass wir am 14. Haben wieder gesprochen, ja. Ersten wieder aufnehmen, ja? Haben wir das schon vorletzte Woche haben wir ja, schon aber gesagt. Ich kann am 14. nicht, wir müssen am 15. aufnehmen, okay. Ja, das müssen wir noch klären. Ja? Also, ja, das hier wird die letzte Folge Isle of Lamp in diesem Jahr. Oh Mann, wer soll das aushalten? Du redest immer noch scheiße. Danke. Ja, um es kurz anzukündigen, ich habe noch einen Gast. Heute meinen Encrafter Pro Max bekommen. Falls heute jemand in der Sendung irgendwas sagen möchte, was auf dieser Liste steht, dann können wir das Ganze noch schnell entkräften. Ja? Also ja. Falls jemand sich genötigt fühlt, irgendwie was zu sagen, dann entkräften wir das Ganze. Ist das nur auf politische Statements bezogen? Ja. Ja, da bin ich raus. Die erste Version. Ja, du kannst auch was anderes sagen. Wir gucken mal, was der Encrafter Pro was Max dann sagt. Ja. Encrafter Pro Max. Klingt so ein sehr komisches Pokémon. Wir haben uns übrigens 2 Redheads eingeladen, das ist mir aufgefallen. Alles ist doch gefärbt. Oder Gingers.
Da können wir das heute mal als Thema nehmen. Hä? Ob das jetzt Gingers oder Redheads sind. Wie bezeichnet ihr euch? Als Dirk. In der Regel. Nee, wir reden schon von der Rasse. Nee, also ich sage mittlerweile, sage ich einfach rothaarig. Also auf Deutsch sage ich rothaarig und auf Englisch sage ich Ginger. Aber ganz früher, weiß ich noch, ich saß mal als kleiner Bub beim Friseur und meine Haare waren in der Tat früher noch was dunkler. Und da wurde mir von einer Friseuse gesagt, dass meine Haare kastanienbraun sind. Und damit bin ich lange durch die Welt gegangen, bis ich irgendwann gemerkt habe, was für ein Bullshit ist das eigentlich? Dann habe ich irgendwann da aufgegeben und habe gesagt, ist es rot. Ja, mir wird auch immer noch gesagt von Zahnärzten sagen, von Friseuren, dass meine Haare streunerblond sind. Also wenn der Zahnarzt zu dir kommt und sagt, Entschuldigung, deine Haare sind streunerblond, dann solltest du mir überlegen. Mein Zahnarzt streichelt mir auch mal so durchs Haar, wenn er gerade die Zähne macht. Ja, seltsam. Aber auch irgendwie nett. Musst du da auch immer so einen roten Gummiball in den Mund nehmen, wenn du bei dem Zahnarzt bist, oder ist das? Nee, dann nimmt die Faust. Ja. Das ist vielleicht. Ich muss mal die Augen berügen. Wirst du dabei angekettet? Abby, warum willst du jetzt Redhead sein? Du hast die Haare gefärbt. Ja, weil früher war mein Haar auch rot und ich wollte es wieder zurückhaben. Aber echt rot? Ja, nein, also ich bin nicht Ginger. Aber so, da ist ein Video von einer Comedian, der sagt, only a ginger can call another ginger ginger. Tim Minchin. Ja. Oh, man kennt Tim Minchin. Ja. Tim Minchin. Man kennt sich, ne? Ja. Cooler ja. Lied. Weiß ich nicht, der Martin Luther King, der Ginger. Quasi. Also ich dachte immer, dass mein Haar sieht besser aus als rot. So gefärbtes Rot. Hm. Wollen wir auch mal oder die Haare rot färben? Ich hatte mal die Haare. Oh, ich find's okay. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Brown oder rot? Perfekt aus, Abby. Es ist das Problem, ich sehe dich meistens nur im Dunkeln, im Papp. Das ist kein Licht. Ja, das stimmt. Ja, das ist mein Gesicht. Hast du es gewusst? Ja, habe ich gewusst. Ja. Ich kann aber, also das Licht, das ich hier habe, ist ein Dimmer-Semi. Ne? Ich kann auch, wenn es hier zu anstrengend wird, kann ich einfach ein bisschen runterdimmen. Okay. Ich habe ja auch generell ich habe eine Nachtsichtschwäche und ich bin farbenblind. Ja? Und das alles kombiniert im Papp ist manchmal die Hölle. Weil da ist es dunkel, da ist viel grün-rot. Ja. Dirk zum Beispiel hat heute als Ginger ein grünes Hemd an. Ich sehe quasi nur eine graue Wolke da auf dem Stuhl sitzen. Ist alles okay. Ist verwirrt. Echt? Rot-Grün-Schwäche hast du? Ja. Wie 90% aller Männer. Echt? Ja. Ich finde das immer sehr schwierig, sich das vorzustellen. Ja, ich habe es eben nicht. Und dass die Haare, dass die Farbspektren im Gesicht fehlen oder so, ne? Ja. Man sieht es einfach anders. Ich kann Rot und Grün unterscheiden. Das ist nicht so, als ob ich auf eine Ampel losfahre und dann sehe, ist das jetzt rot oder grün? Ich kann es unterscheiden. Anscheinend sehe ich es nur anders. Und bei mir ist es halt so ausgeprägt, nur bei bestimmten Tönen ist das wohl so. Ich habe zum Beispiel ein riesiges Problem, wenn die Kölner Haie gegen die Augsburger Panther spielen, weil die Haie spielen in Rot und die Augsburger in Grün. Mhm. Und die haben echt auf dem Eis gegeneinander gespielt und ich konnte sie nicht auseinanderhalten. Da hatte ich echt ein Problem. Oh. Es gibt auch diese Farbtests, wo du diese ganzen Punkte hast und du musst die Zahl da drin erkennen. Ja. Hat das da dann schon gezeigt? Kannst du knicken, kann ich nicht lesen. Okay. Keine Ahnung, was da steht. Oh. Das Lustige ist allerdings, man kann Beleidigungen drin verstecken. Was seltsam ist, was ich da mal ausprobiert. Ich als Informatiker dachte dann, okay, hau das mal irgendwie so in Photoshop rein, wie Informatiker halt denken, Photoshop, ne? Und drehen so ein bisschen am Farbspektrum rum, also aus dem grünen Raum mal in einen anderen Raum schieben. Das Lustige ist, ich sehe es trotzdem nicht. Also irgendwas ist ganz kaputt bei mir. Hm. Dann ist das keine Rot-Grün-Schwäche. Doch, meine Arzt. Schwäche. Dann ist es einfach nur eine Schwäche. Ja. Eine Punktschwäche. Eine Punktbildschwäche. Es gibt ja auch Apps, die das so ein bisschen simulieren für Normalguckende, sage ich jetzt mal. Aber ich habe das irgendwie nie so ganz nachvollziehen können. Aber wenn du sagst, dass du das anders siehst. Es gibt sehr viele professionelle Webseiten, wo du mit einem Tastendruck tatsächlich auf andere Farbspektren umschalten kannst. Hm, okay. Auch Videospiele haben das. League of Legends zum Beispiel kannst du komplett in, für Rot-Grün-Sehschwächige spielen. Ja, ja, die machen das auf Blau und Lila. Richtig. Und ich mag das voll gerne. Ja, ich mache das auch und ich habe keine Farbe. Sicher? Blind. Sicher, dass du es nicht hast, weil du anscheinend automatisch lieber darauf wechselst. Ich hatte mal ein sehr schönes Spiel, das hieß der Verkehrsgigant. Man hat quasi in einer Stadt ein öffentliches Verkehrsnetz aufgebaut. Wer hat sein Handy hier an? Mein Rechner. Das muss an sein, weil der zeichnet auf. Naja, auf jeden Fall hat man in einer Stadt ein öffentliches Verkehrsnetz aufgebaut mit U-Bahn und Straßenbahn und das alles. SimCity. Nein. Transport-Tycoon Deluxe. Nein, ja, nein. Ich glaube irgendwie schon. Es heißt Verkehrsgigant, Leute. Googelt, es ist ein tolles Spiel. Auf jeden Fall konnte man da halt auch dann eben die rot-grünen Markierungen umschalten in gelb und blau, damit man es irgendwie erkennen konnte. Wie gut warst du in dem Spiel? Sehr gut. Hast du die Ansage immer selber mitgesprochen? Klar, das war aber so zu meiner Zeit, wo ich so noch dachte, okay, ich gehe zur KVB arbeiten. Was du vielleicht noch nicht wusstest, Abby, ne? Als Neue von Isle of Lamb. Sebi hat eine Schwäche für Züge. He loves trains. Züge sind schön. Ja. Er ist wirklich das Kind. Das.
Der eine, von dem wir mal alle reden. Ich sag nur eins und ich bin wirklich nicht überrascht. Ja. Trocken. Züge sind eine mechanische Meisterleistung, eine Ingenieurskunst. Ich habe heute noch gelesen, dass der Shenzhen, oder nee, der, dieser, ist das der Shenzhen? Der japanische Hochgeschwindigkeitszug. Der durch Japan fliegt. Ist es der Shenzhen? Der Shenzhen ist in China, glaube ich. Shaolong. In Japan heißt das der Shinkansen. Der Silver Shinkansen, der Silver Bullet. Mhm. Der ist angeblich, läuft jetzt seit 50 Jahren und er war noch nicht ein einziges Mal zu spät. Mhm. Das halte ich für eine Lüge. Die haben auch keinen Zeit ja? für den. Ja. Aber wie oft zu früh? Jetzt drückt nicht auf den Knopf. Ja. Aber was du gerade eben gesagt hast, bringt ja schon eine sehr philosophische Frage mit der Farbe nochmal, um darauf zurückzukommen. Weil du meintest ja, du siehst die Farben einfach nur anders. Mhm. Und wir haben das damals in Philosophie lang und breit diskutiert. Was ist denn, wenn mein Rot, das, was ich als Rot sehe, dein Blau ist zum Beispiel? Also wenn wir einfach generell alle Farben total anders sehen und deswegen eine ganz andere Ästhetik haben. Und noch nicht, wenn mein Blau das wäre, sondern was komplett anderes. Ja. Also das ist der Farbton, den du mit Blau interpretierst. Genau. Aber eigentlich, dass mein Rot ist. Ja, zum Beispiel. Aber wir wissen beide, aber du nennst es auch Rot. Genau. Weil es ist sozusagen, der Farbton, den du vor deinen Augen hast, ist mein Blau. Ja. Ah ja. Genau. Ja, das geht halt einfach nicht. Das ist wie der Baum im Wald, der ein Geräusch macht. Das hat was mit den Augen zu tun, wie das Licht ins Auge kommt. Ja. Weil eigentlich sind wir alle nichts. Wir haben alle keine Farbe. Das ist nur wie unsere Augen mit der Brain. Guck doch mal Tiere. Geheim. Guck doch mal Gehirn. Guck doch mal Tiere. Tiere können auch viel mehr oder viel weniger Farben sehen. Hunde können, glaube ich, gar keine oder ganz schlecht nur Farbe sehen. Hunde sehen mehr so schwarz-weiß. Ja, die sehen schlecht Farbe. Grau, die sehen in Grautönen. Ja, in Grauen sehen sie halt besser. Aber es gibt natürlich auch Tiere, die sehen einfach dann Infrarotbereich oder UV-Bereich. Die sehen da einfach. Da siehst du dann andere Farben. Ja. Geh mal im Sommer raus, dann kannst du wahrscheinlich als. Wenn du einer von diesen Affen UV bist, von dieser Disney Afrika. Doku, die dann vom Affenbrotbaum essen. Die alle betrunken sind. Ja, da siehst du nicht noch was anderes. Oh, ist bei Weihnachten, muss bestimmt bald wieder kommen. Dieser Film mit den ganzen besoffenen Disney's verrückte Welt der Tiere. Und alle diese gegärten Früchte da. Ja, wo die alle um den Baum sind und dann essen sie das und die Elefanten sind betrunken. Do you know that one? Have you watched the Disney documentary? No. So good. So good. So good. Wusstet ihr, dass Disney Antisemit war? Nee, Disney nicht, aber Walt Disney. Ja. Der Witz hinter Family Guy. Ich glaube, Family Guy besteht zu 90% aus diesem Witz. Nee, sowas gibt's auf dem Endkräfter nicht. Okay. Ja, aber es ist Weihnachten. Wir wollen heute ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommen. Wir wollen vielleicht das ein oder andere Lied singen. Wir wollen Gedichte vortragen, Geschichten vortragen. Abby hat mega Bock da drauf. Warum bist du eigentlich hier? ich glaube, sie will ein Teil von uns sein. Ja, das ist ja doch one of us. One of us. Gobbel, gobbel. Gobbel, gobbel. Was? Das war ein anderer. Das ist der. Und den wollen wir nicht Teil hier. Wer soll das aushalten? Neun ist immer noch scheiße. Können wir nicht so ein Isle of Lamb Soundboard machen da draus? Klar, ich werde das kann man ganz einfach umprogrammieren. Siehe. Ich google mal, wie man, weil das sind diese Stand, du kriegst sie auch mit Köln-Tusch und sowas. Ja, genau. Das ist ja das gleiche Ding. So ein, können wir das, also sagt sie nicht, aber können wir das nicht mal für den Bayer machen? Da macht ihr euer eigenes, eure Intro-Maschine. Ich hab noch das T-Shirt, welches das Rush auch das, hatte? Rush hatte. Das hatte ich auch mal. Ja. Ich hab's einmal gewaschen, danach war's kaputt. Also ich hab's vorher rausgenommen. Ja, es ist eingelaufen, sehr schnell eingelaufen. Ja, bei mir, als ich dann wieder dran machen wollte, irgendwie hatte ich einen Kabelbruch drin und dann ging's nicht mehr. Das aber das eine Mal, wo ich's anhatte, war's cool. Ich hab's nach dem ersten Tag löten lassen, aber dann ging's wieder. Es gab auch noch ein anderes T-Shirt damals, das war ganz geil, das hatte so eine E-Gitarre auf sich drauf und dann konntest du mit so einem kleinen Verstärker da auch Gitarre dann drauf. Es gibt auch diese T-Shirts, die haben so LED Displays hier vorne drin. Dann kannst du mit deinem Smartphone Nachrichten eintippen und die werden dann darüber nachgezeigt. Das ist geil. Das ist gut. Leider guckt dich halt niemand an, das ist das Problem dann. Wir hätten das hier vor dem Wichteln aufnehmen sollen. Also. Wegen den Ideen. Mhm. Dann hätte jemand James vielleicht, ne, ist egal. War James da? Gestern? Nee, gestern? Letzte Woche. Nein, der war nicht da. Das wäre ziemlich lustig gewesen. Oh, jemanden, der, also ja, unser lieber James ist etwas älter, der ist dementsprechend technisch ist er ja, nicht so interessiert, sag ich mal. Also in den Pausen spielt er immer Snake auf seinem Handy. Dem hätten wir auf jeden Fall so ein LED-Shirt geben. Handy, so. Ja, genau. Einfach so ein LED-Shirt anschenken und einfach gar nicht sagen, dass das Ding mit Bluetooth läuft oder so. Ja. Ach, Alten-Bashing. Technik-Bashing. Hier ist der Weihnachtssachen. Ja, ich würde mir noch einen Glühwein holen. Ja, ich gucke die ganze Zeit an. Ich warte, bis jemand anderes. Ich bin auch die ganze Zeit leer. Wir kamen hier rein, erstmal, alles vorbereitet. Wookie hat Glühwein gemacht, Wookie hat Amaretto Dirk gekauft, Wookie hat Kekse gekauft. Ist Amaretto gekauft? Ist war Amaretto im Glühwein? Ja. Machen wir jetzt Pause, weil wir alle... Wir reden einfach weiter. Oh, okay. Vor allem der Bayer mag es, wenn wir schmatzen in der Folge. Genau. Abby hat noch. Ah, ich hab's noch. Hast noch. Abby,
Debbie. Du bist jetzt seit, ich würde mal sagen, 2 Monaten etwa dabei? Mhm. So regelmäßig? Ja. Und davor warst du halt unsere Kellnerin. Auf einmal warst du nicht mehr unsere Kellnerin und warst weg. Und wir haben uns gefragt, wo ist Abby hin? Wer ist Abby überhaupt? Und dann war Abby auf einmal bei uns am Tisch, weil... Oh, ich erinnere mich, als du meintest so, wer ist Abby? Ich weiß nicht, ob ihr das weißt, aber ich habe meinen Job gewechselt. Ich bin nach Café Soros gegangen und fast das Gleiche gemacht, aber nur Kaffee statt Bier. Mhm. War ekelhaft und ich hoffe, keiner von Café Soros diesen Podcast anhört. So, yeah. Was ist schlimmer, Kaffee über sich kippen oder Bier? Kaffee. Ja, weil heiß, ne? Hast du schon mal Betrunkene, die Kaffee trinken oder Betrunkene, die Bier trinken? Keiner. Warte, du hast das so schnell gesagt. Okay. What's worse, people who drink coffee and are drunk or people who drink beer and are drunk? Drunk people. Never mind. Full stop. Yeah. Die sind schlimmer? Aber du hast es oft mit uns ausgehalten. Waren wir schlimm? Nein, natürlich. Ich glaube, Abby hat bisher nur Dirk und mich betrunken erlebt, wirklich. Ah. Ich mag so mit meinen Freunden betrunken zu sein, aber ich mag nicht Leute, denen ich nicht kenne, betrunken mit mir zu sein. Mhm. Verstehst du? Mhm. Aber eben, so ich habe Feierabend gemacht und dann, das war die Halbzeit beim Quiz. Mhm. Und dann habe ich James gesehen und er hat mich eingeladen, die zweite Hälfte zu spielen, so mit euch. Mhm. Und das war das erste Mal. James und bringt die dann Mädels ein paar Freitag später habt ihr mich auch eingeladen. Ja. Weil ich betrunken gesagt hat, weil ihr war die Coolste. Ich wollte Quiz mit euch spielen. Ich finde es übrigens schön, dass ihr dich echt bemüht, hier Deutsch zu sprechen. Wir hatten mal Lee eingeladen und Lee war einfach hier total unwitzig, hat nur Englisch gesprochen. Liebe Grüße. Ja, ich bin auch nicht witzig, aber ja. Ja, aber du, aber jetzt schon aber witziger du antwortest, als Lee. Du antwortest halt direkt. Ja. Lee hätte wahrscheinlich in einer Antwort gesagt, na. So, Lee, erzähl mal einen Witz. Nee. Und dabei hat Lee einfach die besten dunklen Witze parat. Ja, ich war im Urlaub mit Lee und Migler, als die zusammen war. Und er hat mir Gossip erzählt. Hey Wuki, ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass dein Wichtelgeschenk von Mattes jetzt im Pub angekommen ist. Oh, das ist doch schön. Ja, kurze Geschichte. Wir haben ja gestern gewichtelt und alle haben Geschenke bekommen, bis auf Wuki. Ich hatte die beste Geschenk. Abby hat eindeutig das beste Geschenk bekommen. Also der Robert ist definitiv nicht die Niete unter uns. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Also, ja. Ja, wer ist denn die Niete unter uns? Also unter uns? Gestern eindeutig Matthias, weil Matthias hat es halt nicht geschafft, ein Paket pünktlich in Köln abzuliefern. Matthias ist halt mittlerweile eine Raketenbohne und wohnt in Hamburg und hat sich gedacht, komm, ich schicke mal mein Geschenk für Wookie an den Pub, weil wie will er das sonst liefern? Aber es war gestern nicht da. Wehe, Matthias, ne, wenn du das jetzt hier hörst. Mhm. Wehe, das sind die beiden PlayStation 4-Spiele, die ich hier ausgeliehen habe. Du hast sie mir einfach nur zurückgeschickt. Von der Form her könnte es passen. Ich glaube immer noch, er hat einfach Rocket Beans Merch genommen aus dem Schrank und das einfach geschickt. Ich will das aber von allen beschrieben haben. Ja. Wir reden ja noch immer vom Schlüpper von Florentin Will, den du gerne hättest. Ne? Oh, ja. Die originale Fischkarte, die hätte ich genommen. Ah, das wäre ganz cool. Du hast keine Ahnung. Fang doch gar nicht erst an, von Rocket Beans TV zu sprechen, wenn du nicht mal 10 Minuten davon gesehen hast. Ey, ich weiß genau, hey, Abby, do you know what Rocket Beans TV is? You wanna talk about it? Ich bin nur aus. Siehst du? Ja. Jetzt musst du mit so einer Einstellung daran gehen. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich habe nur gesagt, Matthias arbeitet da. Ich wertschätze seine Arbeit sehr. Du versuchst dir einfach nur Hashtags zu generieren und hoffen, dass irgendwelche Rocket Bean Fans uns hören. Ja, irgendwie muss dieser scheiß Podcast ja bekannt werden. So, was meinst du, warum ich mit Matthias da Aufkleber reinstecke und warum ich dieses blöde T-Shirt an die Rocket Beans schicke? In der Hoffnung, dass Matthias, in seiner Instagram-Story, guck mal, die Isle of Lamp haben mir was geschickt. Was macht er? Nichts. Ja, aber vielleicht ist irgendwo der Sticker dann in der nächsten Game 2-Folge zu sehen. Ah, bestimmt. Also wenn du mir ein T-Shirt schickst mit Stickern, dann werde ich das auf jeden Fall meine Instagram. Ja, deine die meisten von meinen Instagram-Folgen sind aus Amerika. Alright, we switch to American now. America. Because we get loads of followers from Abby then. I have She's like a lot of followers who are American. So okay, this is now the American part. We switch this bitch in English. Since last time. Yeah. The last English podcast we tried to make, I wanted to dub everything, yeah? Just to have the second version with German subtitles.
Titles in Audioform. Wow. Another Audio Channel, ja. Ja, genau. Stereo. Richtig, ja. Wow. Na, das ist, glaube ich, zu viel. No, weiß ich nicht. No. Macht das doch mal so, dass ihr einen Podcast aufnehmt und Sebi spricht einfach auf Deutsch und Wookie sagt das Gleiche nochmal auf Englisch. Dann habt ihr direkt die Übersetzung mit dabei. Ja, das ist voll die gute Idee. Oder beste Idee, Sebi sagt alles auf Englisch und du sagst alles auf Polnisch. Ja, Polnisch. Bin ich so gut in Polnisch. Immer noch besser, als ich auf Deutsch sage. Ja, genau, das ist das Ding. Und dann... Kurwa, kurwa, kurwa. Das ist Polnisch. Ja, te wziął lublu. Hello, mother. Das ist Lettisch. What is for lunch? Kurwa, kurwa, yum, yum, yum. Das war polnisch. Wow. Wow. Slightly wow, racist. That's, is, like, is, yeah. Is, the, is that one for the little thing? Yeah. Das ist die Sendung mit der Maus, wo die Armschärfe am Rechner ist. Gova. Nee, sehr besinnlich hier zu Weihnachten. Ich fühle mich hier etwas rassistisch berührt, ja. Auf jeden Fall. Weihnachten. Komm, lass uns doch mal anfangen jetzt hier. Wir sind ja alle in verschiedenster Art und Weise irgendwie so eine Konstellation hier, ne? Was Weihnachten angeht. Ja. Ich glaube, wir vier verbringen komplett unterschiedliche Weihnachten, oder? Wahrscheinlich, ja. Du bist frisch verheiratet. Ich werde... Kölsches Kind. Du hast eine riesige kölsche kroatische Familie hier um dich rum. Nein. Doch, irgendwie schon. Nein. Nein, ich habe zu der Hälfte keinen Kontakt mehr und die andere Hälfte wohnt nicht hier. Aber du sagst... Klingt wie das perfekte Weihnachten. Jedes Mal, dass du Weihnachten nicht kannst, weil du von Familie zu Familie düst. Ja, weil ich fahre zu meiner Mutter Heiligabend, ja, und am zweiten Tag sehe ich dann meine Schwiegereltern und dann habe ich Geburtstag, da ist kein Weihnachten mehr. Mein ist Weihnachten sieht 26. immer... 26. Geburtstag? Yes. Am Boxing Day. Weihnachten, Boxing Day. Weihnachten ist bei mir immer das Gleiche. Ich mache am 24., also dieses Jahr ist es immer das Gleiche. Am 24. ist immer das am 24. packe ich Kartoffelsalat und Würstchen und gehe meine Mutter besuchen, die alleine zu Hause ist, weil sie Bereitschaftsdienst hat. Das ist allein so komisch für mich, sorry. Sorry? Continue. Ja. Ich könnte nie Kartoffelsalat essen. Wer ist denn die liebe Kartoffelsalat? Doch, aber nicht beim Weihnachten. Was ist das? Das ist eine alte deutsche Tradition. Ja, ich weiß. Ja, gut. Aber ich habe es übrigens so gelernt, dass die deutsche Tradition eigentlich Kartoffeln und Würstchen an Silvester ist und nicht an Weihnachten. Nein, gerade an Weihnachten, damit die Mutter nämlich in der Küche nicht so entlastet wird. Nicht so entlastet wird. Weil sonst muss die Mutter ja immer einen braten und so machen, ne? Und damit die mal weniger zu tun hat, macht die nur einen Kartoffelsalat und die Würstchen. Und wenn man ganz lieb ist, ne, dann machten das sogar der Mann und die Kinder. Mhm. Das ist deutsche Tradition. Darum mache ich mit meiner Frau zusammen Nudelsalat, also die deutsche, Kartoffelsalat. Eigentlich ist Deutschland ein christliches Land. Dementsprechend ist Deutschland eigentlich damit aufgewachsen, dass dass an Heiligabend kein Fleisch gegessen wird. Möchtest du etwa sagen, das deutsche Volk wird systematisch ausgetauscht? Aber nur durch dich. Okay, das war doch das, was so lange dauert, oder? Weiß ich nicht. Sagt, wir sind alle lang. Rechtsextremen auf den Leim gegangen. Die Rede vom sogenannten großen Austausch der deutschen Bevölkerung oder einer Ja, komm. Ja. Das hört jetzt nicht auf. Doch, ich habe auf 9 gedrückt. 9 ist aus. Dankeschön. Aber nur einen. So, und ersten Weihnachtstag kommen dann meine Schwiegereltern und Familie, also quasi Sandras Schwester noch zu mir. Wir machen Burger. Ich baue den Grill auf und wir machen Burger. So mit ja, es klingt richtig deutsch. Das klingt richtig wie deutsche Weihnachten bei dir. Ich finde das gut. Ich mag sowas. Bei mir ist es, mittlerweile ist Weihnachten bei mir sehr, sehr reduziert. Das ist nur noch am Heiligabend. Fahre ich mit meiner Frau dann zu meiner Schwester und dann gehen wir mit meiner Nichte nicht in die Messe, sondern ins Kinderkrippenspiel ist das dann einfach. Ist noch kein richtiger Gottesdienst mit dabei. Und danach, wenn wir dann zurückkommen, dann gehen meine Schwester und ich schon ins Haus rein und bereiten alles vor, christkindmäßig. Während meine Nichte dann noch... Ist das Christkind? Wer weiß. Und wenn die anderen gehen dann noch zu den Nachbarn und verteilen Plätzchen, damit wir noch Zeit haben, um alles vorzubereiten. Und dann kommen die dann rein und dann wird das Glöckchen geklingelt, weil das Christkind dann ja da war. Und dann kriegen alle ihre Geschenke und wir essen dann sehr wahrscheinlich Raclette sogar dieses Mal. Und dann in Ermangelung großartig weiterer Familie, die ich jetzt hier noch so habe, ist es das dann auch schon gewesen bei uns wieder. Früher war es noch so, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag dann bei der einen Oma waren und am zweiten bei der anderen Oma dann. Aber da die so langsam dann weggefallen sind im Laufe der Zeit, ausgelaufen. Quasi, hat sich das dann irgendwann erledigt. Als wir in Lettland waren, war es ein großes Happening natürlich. Da sind wir auch wieder bei allen möglichen dann gewesen. Aber hier ist es sehr reduziert. Und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ist einfach mal Urlaub, einfach mal Entspannung. Ja, das genau. Ist auch das Schöne am Weihnachten. Ja. Sich um 3 Uhr auf die Couch zu legen und Loriot zu gucken. Das ist Weihnachten. Wir haben unterschiedliche Weihnachten. Abby, wie sieht's bei dir aus? How is your Christmas? This year? In English, please. Yes, sorry, English, please. This year or previous years? Because I have very, very sad Christmas stories. Oh. Yeah. Do you have an uplifting story as well?
Yeah. let's just say 5 minutes before we quit that show. Just tell the sad story to make everybody like a bit more humble. For Christmas, like, we don't do anything on the 24th. That's for the kids. So that's like when you that's when you like you would put out like the food for toys. Santa and wine. Your Santa is coming in the midnight. So because that makes Lucky sense. Guy. All the kids are asleep, and then all the parents, Santa, brings your gifts, puts them under the tree, and then when you wake up at 5 a.m, because kids can't sleep longer on Christmas Day, then you go down and open all the presents. And then we have dinner at 2:00 p.m, which is a Sunday roast, no matter what day Christmas is on. And then that's it. Then even the kids will have a small... I used to anyway, because my parents are alcoholics, but like... the small glass of champagne. Okay. Can we go back to the part where your parents are alcoholic? No. We can talk that in private, but without a ZB. But then, we don't do anything on the 26th or the 24th. Ich bin gerade überlegen, ist es als Kind geiler, Heiligabend, also am 24. abends Geschenke zu bekommen, wie die Deutschen, am 25. Nein. morgens? Nein. Wenn man also als jemand, der nicht einschlafen kann, definitiv 24. Aber du wartest ja den ganzen Tag, dass endlich Abend ist. Bei uns gab es die Regel, wenn der erste Stern am Himmel zu sehen ist, dürfen die Präsente aufkommen. Was ist, wenn bewölkt ist? Klimawandel, Greta? Und dann ist noch nicht mal ein Sitzplatz da. Damit aber was ich nicht verstehen kann, ist, wann kommt dann St. Nikolaus? Wenn du am Nikolaus am 6. Dezember. Ich erinnere mich, dass ich einmal, es hat an der Tür geklingelt und dann war jemand vor der Tür und hat die Sachen meinen Eltern gegeben. But like that destroys all of the stories. It's a fucking Coca-Cola invention. Ja. Wir haben das halt nicht. Wir haben nicht Santa, der mit dem Schlitten kommt. Wir haben das Christkind. Das ist nochmal was ganz anderes. Ihr habt das Christkind. We got the child of Christ. Wir haben das Christkind. Wen habt ihr? Aber warum sollte denn bitte das Christkind kommen und Geschenke bringen? Das Christkind ist ein kleines Baby, was in der Krippe liegt. Ja, Baby Jesus. Ja. Das hat als Baby schon mehr geschafft als wir alle. Richtig. Das ist ein verwöhntes Kind, das hat Gold und Myrrhe bekommen. Du hast Klaus gesehen. Myrrhe war damals sehr, sehr wertvoll. Das ist genau, dokumentiert. Was Weihnachten. Er hat das halt gut angelegt. Ja, aber in Deutschland ist das Christkind, das ist nochmal was anderes. Genau. Und kommt halt zwei Geschlecht parallel raus. Klaus ist besser? Klaus ist besser. Na, ich weiß nicht. Ich finde, beide Mythen haben wir. St. Nikolaus ist übrigens keine Mythe. St. Nikolaus war wirklich ein türkischer Priester. Ich glaube, er war ein mazedonischer Priester, oder? Ist das wieder so einer, der uns... Ich war in der Türkei und ich war tatsächlich an seiner Kirche. Ah. Es gab den heiligen St. Nikolaus. War er da? Ja. Durfte sich auf seinen Schoß setzen? Nein, es war ein Steinbild von ihm. Schade. Nee, aber es gab natürlich den heiligen St. Nikolaus. Ja, also heilig ist halt eine Auslegungssache der Kirche, aber es gab halt Nikolaus. Es gab einen Typen namens Nikolaus und der wurde dann irgendwann heilig gesprochen. Deswegen ist er St. Nikolaus. Ja. Deswegen muss man im Deutschen auch gar nicht heiliger St. Nikolaus sagen, weil das Sankt schon das Heilige ist, doppelt richtig gemoppelt. Leute, spart euch ein bisschen Zeit. Heilige St. Nikolaus. Ich muss jetzt mein Klavier, du hast alles hier umgestellt. Mein Gott, es war alles vorbereitet, Wookie. Sie wird das vorbereitet für euch. Aha. Lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Wie schön das. Santa Guri. Das ist einfach genau dasselbe Song. Hast du übrigens Tralaralala gesagt? Tralaralala. Das heißt doch aber Tralalalala. Was? Das heißt nicht Tralaralala. Touch my Tralala? Ja, genau. My Ding Ding Dong. Lustig, Tralaralala. Tralalalala. Wer sagt denn bitte Tralalalala? Lustig, Tralalalala. Aber das hört sich doch voll Tralalalala. Lyric Battle. Ich gucke mal nach. Tralalalala. Ist das Lied? What sounds better, Abby? Tralalalala oder Tralalalala? Wie vorher, ich bin raus. Los, du musst aber lustig. Okay. Lustig ihr. Tralalalala. Alter, so viel muss ich eingeben dafür. Ja, weil, hallo, du hast Google gefragt. Nur Asis benutzen Google. Frag mal dein Bing. Google ist das Facebook der Suchmaschinen. Und das sagt schon viel darüber aus. Wow. Nicht eher das Welche MySpace? Suchmaschine besitzt du?
Hier, komm, Siri. Die bei jeder Suchanfrage einen Baum spendet. Wie hieß die noch gleich? Ich vergesse es jedes Mal. Ektasia. Ist das nicht ein Film von Disney? Ektoplasma. Disney ist Ektasia? Wookie, was machst du denn Weihnachten? Ich habe dieses Jahr ein doppeltes Weihnachten, tatsächlich zum ersten Mal. Ich fahre am Sonntag in den Norden zu meiner Familie, besuche aber zunächst Mutter und Vater meines Halbschwagers, also dem Freund meiner Schwester, die uns dann zum Gänseessen einladen, weil die tatsächlich eher so diese Bratenwelt ist. Oh, Abby, brauchst du noch Schnaps? Dirk, bringst du Abby noch Schnaps? Hört nach da. Und ja, bitte. Und darf ich den nicht benutzen? Ich habe da jetzt eben keinen reingetan. Ja, das ist gut so. Aber ballern auch nicht. Bei mir mach ich voll. Immer ballern. I served you guys for 3 years. I don't serve anymore. Ja, es gibt halt Gänseessen. Noch nie gehabt. Bin ich sehr gespannt drauf. Wird bestimmt sehr lecker. Es gibt halt wahrscheinlich Hoffnung. Ich hoffe, es gibt Klöße. Das ist das Wichtigste eigentlich bei jedem geflügelten Tier. Und dann Heiligabend ist der einzig wichtige Tag bei uns, denn da wird den ganzen Tag eigentlich nur vorbereitet. Ich werde diesmal ordentlich in der Familie aushelfen, weil ich normalerweise immer erst am 24. ankomme. Diesmal komme ich aber früher an, das heißt, ich kann in der Küche helfen. Und es wird, einen halben Tag werden Piroggen geklebt und dann wird der Karpfen umgebracht und dann gibt es abends lecker polnisches Heiligabend. Ah, ihr macht so richtig Essen. Es gibt Blaukarpfen, es gibt einen Tischgrill, es gibt Lachs, Riesenscampis, wow. Nudelsalat und noch dann, andere Salate. Dann werden die Sturmhauben aufgezogen und dann werden die LKWs ich, auf der ich weiß A2 auf jeden Fall eins, ich werde um 23 Uhr mit einem fetten Eiweißschock auf der Couch liegen und meiner Mutter irgendeinen Amazon Prime Film anmachen oder so. Ich glaube, das ist aber beim jeder. Wenn das alles fertig ist, ihr setzt alle hin und guckt einen Scheißfilm an. Ja, das ist gut. No judging. Der erste Film, den ich zusammen mit meiner Familie zu Weihnachten geguckt habe, war Spider-Man. I'm gonna love. Der erste. Das war der erste Film, den ich mit meiner Familie zusammen geguckt habe an Weihnachten. Weihnachten gucke ich eigentlich relativ wenig Fernsehen, weil ich wenig dazu komme, weil mal abends gegessen wird und sowas und danach ist man voll gegessen und dann geht man ins Bett. Hast du nicht eben gerade noch gesagt, um 3 Uhr guckst du Loriot? Bis auf mittags Loriot und Michel und Pippi. Alles das ganze gute ZDF-Vormittagsprogramm, wo die ganzen geilen Kindersendungen kommen. Das Problem ist, dass ich schon am Heiligabend um 10 Uhr in der Innenstadt zum Glühwein trinken verabredet bin mit Schulfreunden. Abby, kennst du Loriot? Lorient. Lorient. Huge German Comedian. Was? Well, yes, he was. Er ist ein uralter, also der ist, was, ich glaube, seine Hochzeiten so in den 70ern, 80ern. Nicht noch früher? Sogar. Er ist vor 10 Jahren auf jeden Fall gestorben. Wann war denn Papa at the Portas? War das nicht sein? Das waren so Ende 80er, würde ich sagen. 1991? Ein Jahr. Echt, so spät ist? Wow. Krass, ich hätte gedacht, das wäre früher. Ja, das war auch immer meine Ausrede zu sagen, ja, ich kenne mich mit Loriot nicht so aus. Ich glaube auf jeden Fall. Da war ich noch nicht geboren. Ich glaube, Loriot hat den deutschesten britischen Humor, den ich kenne. Ja. Ich verstehe, gut sein, was du meinst. Ja, ich verstehe, was du meinst. Den trockensten außergewöhnlichen Humor. Er hat eine Mischung aus britischem Sarkasmus mit deutschem Beamtentum gemischt. Ja. So dieses, he mixed. Ja, ich hab's verstanden. It's like Stephen Fry with Stromberg. Okay. Ich habe Stromberg geguckt. Das habe ich schon gesehen, alle Folgen. Und auch die Tatortreiniger. Hast du dabei Deutsch gelernt? Der Tatortreiniger ist viel besser, oder? Es war okay. Was ist deine Meinung zu Olli Schulz? Was ist deine Meinung zu Olli Schulz? Wer? Wir müssen im nächsten Jahr, Abby, eine Meinung zu Olli Schulz machen. Was hast du eigentlich, deine Olli Schulz? Ich bin ein großer Olli Schulz-Fan. Okay. Ich bin ein großer Olli Schulz-Fan. Ist cool. Hast du diese Doku gesehen, wie er im Alter ist? Noch nicht, aber die werde ich gucken. Die habe ich auch noch aufgespart, weil ich will die nämlich an Weihnachten mit meiner Familie gucken. Ah. Ein bisschen deprimierend vielleicht, aber okay. Ja, aber ich meine, sonst würde ich meiner Mutter sagen, hey, mach mal frontal an den 20 aus und lass mal was anderes gucken. Also ja. Dementsprechend wird nicht schlimmer. Das hart aber fair Weihnachtsspecial. Ja. Dürfen Ausländer in Deutschland Weihnachten feiern. Zu Gast heute Ursula von der Leyen. Ein AfD-Nazi, noch ein AfD-Nazi. Und der Entkräfter Pro Max. Und der Entkräfter Pro Max. Und ein AfD-Nazi im Weihnachtsmodus. Ich bin Ausländer hier in Deutschland. Ja, aber du bist ja... Bist du Ausländerin? Ja, ich bin Ausländer. Hat man gar nicht. Ich glaube, die AfD hat weniger was gegen dich, weil dir sieht man das nicht an. Das ist das Problem der AfD. Die sind so oberflächlich. Wie stehst du denn zu Boris Johnson? Oh, guck, lass uns nicht über das britische Politik reden. Also kann Isle of Lamb irgendwas tun, dass du ab 31. Januar bei uns bleiben darfst?
Oder musst du zurück? Willst du mich heiraten? Wow! Das war die Weihnachtsfolge. Oh mein Gott! Sorry, Adam. Man bestellt sich alles vor, aber man weiß nie, was kommt. Ja. Nein. Ja. Du bist so gut in League of Legends für mich. Eben muss man 2 Jahre geheiratet sein, bis es... Hier kommt der Wookie mit Tränen auf der Haut. So? Fuck? Nein, aber eben muss man 2 Jahre schon verheiratet sein. Also wenn wir heiraten wollen, ich bin da sehr deutsch, wie ist denn dein Schufa-Nachweis? Wow. Positiv. Ja, sonst kriegt man gar nichts hier in Deutschland, wenn du eine negative Schufa hast. Hey, ich habe eine negative Schufa. Das ist eine negative Schufa? Also ich hatte, ja, und habe trotzdem die Wohnung bekommen. Also es war, ja. Ich habe mal irgendeine komische Handyrechnung, war mal irgendwas. Ich kann sehr empfehlen, sich diese eine Folge anzugucken von Jan Böhmermann, wo er über die Schufa aufklärt. Das ist echt gruselig. Der Verein ist gar nicht so toll, wie alle denken. Das ist schon ein großer Beschiss. Letzte Folge Neo-Magazin geguckt? Ja. Nee. Wenn du den deutschen Ausweis haben willst, musst du Jan Böhmermann gucken. Und ihn entweder lieben oder hassen, eins von beiden. So finden ist okay. Dann ist halt die Frage, ob du dann nämlich nach West- oder nach Ostdeutschland deportiert wirst. Oder wenn du jetzt immer liebst, kannst du im Westen bleiben. Genau, oder die. Nein, ich hoffe, so nächstes Jahr im August werde ich hier in Deutschland 5 Jahre sein. Und ich hoffe, dann könnte ich für eine, wie heißt das, Aufenthaltstitel. Irgendwas, damit ich keine Visa brauche, aber ich bin nicht Bürger hier. Es ist sowas in der Mitte. Mm. Okay. Und das darf nur, wenn England noch in, von der die EU ist. EU, okay. Genau. Also ich hoffe, dass die Zeit verlängern und dann im August kann ich das machen schnell und dann muss ich keine Sorge machen. Aber ich habe keine Ahnung, was die Zukunft enthält. Ja. Sehr philosophisch. Wow, das ist jetzt deprimierend. Ding ist gerade deep hier. Also wenn es jemals irgendwie ein großes Quiz gibt oder so, ne, in Richtung, dass du in Deutschland bleiben darfst. Sag Bescheid, dann machen wir ein Quartett, dann machen wir eine Frage kurz. Genau, wir machen eine Integrationskurs. Oh geil, ich habe eine Idee. Integrationskurs. Ja, was wenn die sagen, ja, wer kann für dich nachweisen? Und wir bürgen alle für dich. Ich habe drei. Ja. Wir sind ich habe mal versucht, diesen Integrationskurs zu machen. Du kannst ja online diese Fragen beantworten. Wir haben das in der Schule gemacht tatsächlich. Ja, und ich bin gnadenlos durchgefallen. Wirklich? Ja. Die haben 150 Fragen. Ja. Die stellen 30 oder sowas davon. Ja. Aber du kannst die lernen. Ja, klar kann man die lernen, aber hallo, ich bin Deutscher, ich habe das im Blut, warum sollte ich denn eine Integration? Ja, du hast das nicht im Blut. Zwei deutsche Philosophen. Kant? Das ist das Problem, ja, das ist du bist bei der nicht Frage geboren, Nietzsche. Dann singst du Nietzsche. Nietzsche, sehr gut. Schopenhauer, Wegeland. Wegeland? Wittgenstein. Wer? Nietzsche, Buh, Nietzsche, was? Buh. Nee, du musst nur einen als Erstes kennen. Ja. Das ist so. Ah. Du weißt, welchen Song ich meine, oder? Heiliger Sokrates. Nietzsche. Buh. Nietzsche. Ja. Du weißt nicht, welchen Ärzte-Song. Nein. Du weißt nicht, welchen Ärzte-Song. Ich habe gerade eher den Otto-Song im Kopf. Das klingt ja auch wie ein Otto-Song. Dubček, Dubček, Dubček. Mautze, Dubček, Dubček, Dubček. Mautze. Das kann jetzt kurz was dauern bei denen. Diese Google-Mann hat also einen Gauss-Kohl. Deutscher Integrationstest. Ja. Können wir Weihnachten bitte nicht damit versorgen, alle was wir das jetzt machen? Alle in welchem Bundesland möchtest du denn gerne sein, Abby? Nordrhein-Westfalen. Ja, wollen wir vielleicht das Bayern nehmen? Bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands. Ja, und das ärmste. Ja. Weil wer bezahlt in Deutschland die Sozialversicherung? Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nur Arbeitnehmer, alle Staatsangehörigen oder nur Arbeitgeber? Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sage ich. Ja, würde ich auch das sagen. Ist korrekt. Geil. Ich auch nicht. Ja, es ist korrekt. Aber Arbeitnehmer gefühlt immer zu viel. Ist das nicht hilft 50, nicht, 50? Wenn ihr ja, das... aber es ist trotzdem zu viel. Happy. Mike und Sibylle wollen mit Freunden an ihrem deutschen Wohnort eine Demonstration auf der Straße abhalten. Wow. Okay, Mike wird übrigens mit AI geschrieben. Natürlich. Ja, deutscher Mike. Wir wissen schon mal, in welchem Stadtteil da ist der Gute. Wir wissen auch, was für eine Demonstration dazu wird. Was müssen sie vorher tun? Sie müssen nichts tun, man darf in Deutschland jederzeit überall demonstrieren. Sie müssen die Demonstration anmelden. Sie können gar nichts tun, denn Demonstrationen sind in Deutschland grundsätzlich verboten. Mike und Sibylle müssen einen neuen Verein gründen, weil nur Vereine demonstrieren dürfen. Was glaubst du?
So ein Scheiß fragen die? Das ist richtig, sie müssen Demonstration anmelden. So was fragen die? Das, ja. Ja, also bis jetzt bin ich drin. Ab welchem Alter darf man in Deutschland an der Wahl zum Deutschen Bundestag teilnehmen? 16, 18, 21 oder 23? Was war das nochmal? Wann darfst du in Deutschland wählen? Ah, 16. Nein. Nee. 16 ist was anderes. Zum Glück noch nicht. Im England ist es 16. Es gibt aber auch Wahlen ab 16. Ab 16 darf man hier Sex haben. Ja, auch im England. Aber you can choose. Was? Ich dachte, das war ab 21. Mann. Dirk, wart noch zwei Jahre. Ich kann es kaum erwarten. Oh, das ist gut. Wie heißt der jetzige Bundeskanzler, die jetzige Bundeskanzlerin von Deutschland? Gerhard Schröder, Jürgen Röttgers, Klaus Wowereit oder Angela Merkel? Falsch, Angelo Mertens ist doch die Antwort. Angie Mertens, genau. Driss Mertens. Driss Mertens. Okay, ich möchte an dieser Stelle intervenieren und sagen, ja, Abby, wenn es nach uns geht, bist du die deutscheste Person hier im Raum überhaupt. Ja, okay. Während ich jetzt hier noch an meinem Glühwein genippt habe, denke ich mir, es ist Zeit, eine Weihnachtsgeschichte auszupacken. Okay. Hol hier mal Glühwein. Möchte jemand noch was? Ja, hol noch mal Glühwein. Ich guck mal in der Zeit, um mein iPad die Weihnachtsgeschichte zu kodisiert hat. Podcast. Ach, der lädt gerade erst in Folge 150, Folge 152, Folge 153. Ist das eine selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichte? Ach, nein, sie ist rauskopiert. Wow, okay, wir klicken uns kurz aus. Also, ich warte jetzt noch. Wookie, Dirk. Ja. Wir müssen James, Zeit überbrücken. Ja, kein Problem. Wie bist du denn, du kannst ja schon mal sagen, warum diese Weihnachtsgeschichte? Ich habe gegoogelt. Nach Weihnachtsgeschichte? Ja. Okay. Und war die erste, die kam, oder wie? Ja, ich saß halt auf dem Klo, auf der Arbeit und hab gedacht, oh Mann, ich brauche eine Weihnachtsgeschichte. Hab dann halt nach Weihnachtsgeschichte gegoogelt und einem zusätzlichen Attribut zu dieser Weihnachtsgeschichte. Weil lustig. Vielleicht. Ich kenne dich ein bisschen. Humorvoll. Humorvoll, okay. Ja? Nee, vielleicht, du kannst dann nachraten, was das Attribut war. Okay, jetzt habe ich Angst. Ja? So, und da ist dann diese wunderschöne Weihnachtsgeschichte bei rausgekommen. Okay. Ich habe sie auch nur halb gelesen. Also ich habe die, wie man es halt überflogen. Ich habe die ersten fünf Sätze gelesen und das Ende. Aber jetzt gibt es übrigens nur noch den selbstgemachten Lüger von mir. Okay. Also nach dem. Ich habe übrigens, das kann ich vielleicht noch kurz vorwegschicken, mit von wegen Geschichte halb lesen und sowas. Damit bin ich mal übelst auf die Fresse geflogen in einem Kinderzeltlager. Weil ich, wir haben irgendeine Nachtwanderung gemacht mit den Kindern. Friedhof der Kuscheltierrasse. Nee, das nicht. Aber wir hatten halt so ein komisches Märchenbuch irgendwie mit dabei. Und ich habe nur gesehen, ja, Märchen passt irgendwie. Und dann habe ich... sind wir zu einer Lichtung gegangen und dann sollte ich da eine Geschichte vorlesen. Ich habe am Anfang nur geguckt, das passt vom Titel irgendwie und ich muss, keine Ahnung, zwei Seiten waren das irgendwie. Habe den Anfang überflogen, das läuft. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Und dann saß ich da und lese die Geschichte und alles voll guter Ding und auf einmal geht es in dieser Geschichte los mit, und der Typ zog sich aus und das Netz und er hatte Sex mit der Frau. Scheiße, fuck. abort mich, da muss ich halt so on the spot dann irgendwie improvisieren und immer die Wörter austauschen, damit das geht. Puh, man hat mir im Dunkeln angesehen, dass ich sehr rot wurde. Und dann nahm die Frau die Möhre in die Hand. Ja, und hat sie in den Schneemann immer wieder rein. Naja. Also, meine Weihnachtsgeschichte. Sie hat auch keinen Titel. Wie gesagt. Ich habe kurz eine Nachricht von meinem Chef. Ich bin kurz. Okay, wir machen kurz Pause. Komm, wir machen Pause. Da sind wir wieder. Abby hat fertig telefoniert. Sound? Ein Computersound. Wir sind Nerds. Wurden wir gerade gehackt? Ja. Ich würde mich ja eher als Geek bezeichnen. Ja, ich bin auch eher Geek als Nerd, tatsächlich. Boah, ihr scheiß Nerds. Ich glaube, du bist kein Zerbeutel, weil du den Unterschied kennst zwischen Nerd und Geek sind Dorks. Nicht Dirks, Dorks. Ja, aber Leute, die den Unterschied, also die gar nicht wissen, was der Unterschied zwischen Geek und Nerd ist, sind Noobs. Noobs, Kacknoob, Alter. Abby, ich habe viel Respekt vor dir, dass du den Scheiß hier freiwillig antust. Abby ist ja selber voll der Geek, Alter. Meine Weihnachtsgeschichte, ja? Also, wie gesagt, ich habe gegoogelt. Nach einer Weihnachtsgeschichte plus Attribut. Wer das Attribut errät, darf dann Glück haben. Ich habe Glück nach Dark Funny Christmas Service. Okay. Oh Mann, leg los, worauf wartest du? Naughty. Ach, halt doch deine ganze Stille kaputt. Besinnlichkeit und so. Nochmal. Oh Mann, leg los, worauf wartest du? Rein mit ihm, keucht sie mit leuchtenden Augen. Na, ich weiß nicht, es kommt mir heute alles so eng und schmal vor, schnauft er angespannt. Aber hier haben wir doch das, ich muss nur die Schrift größer machen, hier haben wir doch das, aber die Schrift ist zu klein das und ich habe Glühwein und ich bin farbenblind. Aber hier wir das doch immer zuerst gemacht, so viele Male schon, Loch bleibt Loch und hält doch,
Finde ich nicht witzig. Ob wir es diesmal nicht zuerst woanders probieren? Das hat doch mit der Gegend nichts zu tun. Leg einfach los. Die anderen sind vielleicht weiter gebaut. Unsinn. Elfriede, ich weiß ja, dass es hier gerne immer zuerst mit mir machst. Aber ich bin inzwischen alt und schwach geworden. Glaube nicht, dass ich es nochmal bringe. Zumal er heute ganz besonders dick und lang ist. Er sieht dabei skeptisch an sich hinunter. Hubert, wie soll er länger geworden sein und so stramm war er doch jedes Mal? Echt sie begeistert, bückt sich und betrachtet ihn von allen Seiten. Ach, da ist bestimmt eine Menge drin. Sie beleckt sich die Lippen. Aber er war noch nie derart prall. Er hält ihn fest umklammert mit beiden Händen. Vielleicht geht er dabei kaputt? So ein Quatsch. Ich liebe das Pralle, stöhnt sie genüsslich. Warum machst du nicht endlich? Sie stellt sich breitbeinig hin. Stopf ihn da jetzt rein, quengelt sie ungeduldig. Und wenn er vorher abknickt? Kann er nicht, so prall wie er gefüllt ist. Okay, ich muss gestehen, ich bin sehr aufgeregt. Wäre ja noch schöner, wenn du das jetzt nicht wärst. Sie wackelt unruhig mit ihren kleinen Hintern. Aber dann musst du mitmachen, verlangt er schnaufend. Mache ich doch immer. Sie beugt sich noch tiefer und umklammert ihn mit ihren zarten Fingern. Er bückt sich ebenfalls. Aber voriges Mal hast du ordentlich mitgeruckelt. Ich ruckel auch heute ganz doll hin und her. Na gut. Zack und zack. Und zack, riefen beide gemeinschaftlich, während sie sich immer schneller bewegten. Es klappt, stöhnt er. Es klappt! Wow, wow, echt sie. Er entleert sich. Himmel, ist das ein Genuss, brüllt er. Mir hat's auch Spaß gemacht, keucht sie, wenige Sekunden später. Sie ist völlig verschwitzt. Wie so oft, nimm ihn jetzt raus. Mach ich. Puh, er wischt sich den Schweiß von der Stirn, schiebt sich die rote Mütze etwas zurück. Ist schon anstrengend für eine Großfamilie, die Geschenke aus diesem alten Sack in einen so schmalen Schornstein hineinzuschütteln. Aber wir haben es geschafft, wie immer. Elfriede, die Weihnachtselfin, küsst Hubert Ruprecht zärtlich auf die Nase. Und was machen wir, wenn wir sämtliche Säcke, die wir noch im Schlitten liegen haben, geleert haben? Fragt er mit rauer Stimme und sein Blick huscht dabei verstohlen über die ärmellose Bluse, die hervorragend zu ihren durchsichtigen Flügeln passt. Sie schüttelt, während sie über das Dach laufen, verlegen die langen Locken und ein paar glitzernde Sternchen rieseln auf ihre nackten Schultern. Ich weiß nicht, wisst ihr, sie schließlich. Ihre goldenen Wimpern flatterten dabei auf und nieder. Vielleicht das Gleiche, was wir jede Weihnachtsnacht der vielen Arbeit zusammen gemacht haben. Gute Idee, sagt er leicht errötet und reibt sich den Bart. Finde ich auch, erwidert sie mit glänzenden Augen. Der Wind hebt ihr kurzes Röckchen und sie lächelt. Du hast jeden einzelnen zweideutigen Satz durch entweder stottern oder kichern zerstört. Das kann sein. Meistens kichern. Wow. Also zweideutig. Ich sage versaut. Versaute Weihnachtsgeschichte. Ja, sowas habe ich, ja. Das war das Erste. Wahrscheinlich hätten noch versautere Sachen gefunden. Eigentlich habe ich gedacht, ich finde wirklich eine erotische Weihnachtsgeschichte, aber ich habe wenig erotische Weihnachtsgeschichten gesehen. Hm. Ist auch nicht so gut, erotisch zu nehmen. Erotisch? Ist ja exotisch vielleicht so. Exotische Weihnachten? Das erinnert mich an. Ja, gut. Different approach, würde ich mal sagen, in dieser ganzen Geschichte. Ja, aber ich dachte, komm mal, wir ein bisschen Spaß mal hier reinbringen, ne? Eine gewisse Art von Stimmung ist da. Ja, das auf jeden Fall. Ich trinke kurz. Abby, bist du erregt? Nein. Ich bin da gerne sehr direkt. Also, das erinnert mich an einen Tag, wo ich und Jill wirklich betrunken war und die hat mich 50 Shades auf Deutsch vorgelesen. 50 Shades auf Deutsch. 50 Shades auf Deutsch. 50 Shades auf Deutsch. Das finde ich gut. 50 Shades of Grey auf Deutsch. Ja. Und er nahm sie mit zum zweiten Amtszimmer. Sie unterschrieb Anlage 47b. Nein, tu es nicht, Walter. Doch, die Einkommensteuer kriegst du zu 10% zurück, sagte er. Gut, also ihr habt so deutsch, du hast das sogar lustig gefunden. Also ihr habt Weihnachten 50 Shades of Grey geguckt, ja? Gelesen. Und nicht an Weihnachten. Die haben mich das vorgelesen. Es könnte Weihnachten sein. Ja. Aber für 3 Jahre jetzt war das. Bist du erregt, Dirk? Mega, aber immer. Das ist mein Dauerzustand. Fistbump. Wir haben leider haben es nicht getroffen. Ja. Er ist eigentlich kastanienbraunhaarig, aber also erregt ist seine Blut in seine Haare gestürzt. Seine Wangen haben jetzt die gleichen Farben wie seine Haare.
Das kommt häufiger vor. Das glaube ich auch der Glühwein. Ja, das ist drei Glühwein. Drei Glühwein. Ja. Möchtest du noch einen, Sibi? Nein, danke. Nee, aber ja, war eine schöne Geschichte. Danke. Ja. Man hat die Pointe kommen sehen. Echt? So ein bisschen. Ja, war vielleicht ein bisschen langatmig, ne? Aber ich weiß genau, dass so eine Facebook-Geschichte, die irgendein alter Mann geschrieben hat bei Facebook und dann die in irgendwelchen Foren rumgekreist ist, dann mit lustigen Bildern noch hinterlegt wurde oder sowas, weißt du? Ja, so eine PowerPoint-Präsentation, die man sich damals in den 90ern unter Bekannten per E-Mail verschickt hat. Genau. Ja. Soll ich übernehmen? Übernimm du doch mal. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe einen different approach. Es gibt von mir ein Weihnachtsgedicht zu hören. Und ich verliere gar nicht viele Worte davor. Ich habe ein bisschen ein besinnlicheres Ansinnen damit verfolgt. Das Gedicht heißt Die Weihnachtslampe. Oh. Vor gar nicht allzu langer Zeit in einer Stadt direkt am Rhein, da weihnachtete es weit und breit, da wollte man sehr gerne sein. Manch einer denkt nun direkt, da kann man gar nichts machen, an ein Geschenk so perfekt, es zaubert ins Gesicht ein Lachen. Dies Gedicht hier erzählt jedoch, vielleicht habt ihr es schon erkannt, und wenn nicht, dann sage ich es noch, von einem Haushaltsgegenstand. In einem Laden, klein und sonderbar, stand eine Menge Zeug im Regal. Viele tolle Geschenke waren da, nur diese eine Lampe war allen egal. Man hebte sie kurz und hat sie betrachtet, dann stellte man sie schnell wieder hin. Die Lampe fühlte sich verachtet, ihr Dasein hatte wohl keinen Sinn. Und eines Nachts, wie durch ein Wunder, wurde ihr Leben eingehaucht. Sie stieg vom Regal herunter und ist in die Straßen abgetaucht. Lange Zeit irrte sie umher und wusste nicht, wohin mit sich, wollte rufen, will mich wer? Da sah sie ein einladendes Licht. Sie ging hinein, blickte sich um, hier war es warm, auch ohne Decke, ging um einen Tresen schnell herum und stellte sich in eine Ecke. Zunächst bemerkte niemand dieses Licht, das ganz plötzlich nun dort stand, doch es dauerte lange nicht, bis jemand die kleine Lampe fand. Es war ein großer Mann mit gepflegtem Bart, der sich zur Lampe gesellte. Ich bin Wookie, sagte er zart, bevor er ihr nerdige Fragen stellte. Sebi kam als nächstes an, man sah direkt, er freute sich, rückte nah an Wookie und die Lampe ran und flüsterte, heute Abend wird's exotisch. Die Lampe blickte auf, jemand Großes kam herein, noch mit trockener Kehle und Humor. Das kann doch nur der Intro-Bayer sein. Er bückte sich und stellte sich der Lampe vor. Dann durchfuhr es sie, es wurde laut, doch den anderen war das wohl Fluppe. Es war nur James mit seiner alten Haut, der Quoten-Ami dieser Truppe. Alle riefen, oh, guckt an, wer dort ist. Susie sah man nun dort stehen. Das passiert nicht so oft, damit ihr es wisst, das würde auch die Lampe noch verstehen. Und wer war das? Etwa der Weihnachtsmann? Auf jeden Fall wurden alle kurz was stiller. Viele Namen hatte dieser Mann, Robert, Tinderwolf oder Firedriller. Nun wurden alle richtig happy und ein mancher vielleicht sogar recht wild. Zur Gruppe gesellte sich die Abby und malte der Lampe gleich ein Bild. Als wären dies nicht schon genug Leute, gesellt sich noch einer mehr zu diesen vielen. Dirk moderiert nicht das Quiz heute, sondern möchte mit der Lampe spielen. Diese konnte ihr Glück kaum fassen, ihr Herz schlug immer schneller. Die Ängste konnte sie nun loslassen und ihr Licht schien immer heller. Von da an war sie Teil des Teams an allen Tagen, beim Quiz und auch beim Festivalcamp. Und an jeder, der sie sah, konnte nicht anders als zu sagen, ich bin froh, dass es dich gibt, denn I love Lamp. I love Lamp. Die Lampe ist ein Euphemismus für den Penis, oder? Ja. Ja, ich hoffe, das ist durchgekommen. Ja. Ah, ist das schön. Das war sehr schön. Ich habe viel Mühe damit gegeben. Ja, ich hab drei Zeilen gebraucht, um zu merken, ah, warte, das macht er, hat er selbst geschrieben. Das hat er selbst geschrieben. Ich wusste auch, irgendwann habe ich dann festgestellt, oh mein Gott, hör mir zu, ich habe so den Anfang verpasst. Ich habe mal so ein bisschen viele Gedichte mit dem Wort Wookie drin. Ja. So ein Triggerwort, ne? Ja, Wookie ist ein Triggerwort. Ja, für dich. Ich habe Mattes auch rausgelassen, weil er dir kein Geschenk mitgegeben hat. Ja. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass mein Geschenk da ist. Achso, okay. Jetzt muss ich nochmal in den Pub. Oh. Sollen wir kurz Pause machen? Jetzt soll ich jetzt nicht machen. Das ist aber ganz schön dick, das Paket. Es ist ein Braten. Das ist bestimmt. Ja, bestimmt. Hey, Mathis, du wirst die Folge wahrscheinlich hören, bevor ich das Geschenk abgeholt habe. Deswegen rate ich jetzt einfach mal die Top 3 Dinge, die da drin sein könnten. Ich dachte, wir sind am Samstag noch, oder? Ja, aber er wird das ja locker schon Donnerstag hören. Je nachdem, was er hochgeladen wird. Es ist entweder ein Rocket Beans Pulli. Oder zwei Rocket Beans Pullis. Es ist irgendwas von, also es ist ja wirklich, ist ja fett, ne, das Paket. Du hast absolut keinen, du siehst ein Foto weißt von einem. Ja, du siehst doch, dass das Ding viel zu voll dick ist, das ist wie ein Kissen. Ja, du hast keinerlei Maßstab, du weißt gar nicht, wie groß das Paket ist. Alter, daneben ist ein DIN A4 Blatt. Was ist in dem Paket? Woher willst du wissen, dass das ein DIN A4 Blatt ist? Warum sollte es was anderes sein? Das ist deine Wunschvorstellung, vielleicht ist es ein DIN A1 Blatt. Steht eigentlich auf dem Blatt drauf. Lass mich sehen. Nee, so das ganze Bild. Abby kann jetzt backtracken und triangulaten. Was sie weiß auf genau, dem sie ist. Kennt die Delle an dem Tresen, deswegen weiß sie genau. Oh mein Gott, ist auch los. Hast du da links geswiped? Das ist gerade irgendwas Perverses. Kein Tinder. Auf meinem Handy? Wenn ja, sag, wo es ist.
Ich würde sagen, das ist ziemlich groß. Das ist A4. Das war über das Paket, ne? Ah. Ich glaube, es ist die Fischkarte, die offizielle Fischkarte. Wunderschönes Gedicht, Dirk. Dankeschön. Ja. Hast du schön gemacht. Können wir das auf eine Karte drucken oder in eine PowerPoint-Präsentation? Können wir gerne machen, mit lustigen Bildern dann bei Facebook rumschicken. Genau. Ja. Mit so kleinen gemalten Figürchen von uns. Wer? Okay, nein, wir machen unser Weihnachtsgeschenk an euch ist, wir machen Dirks Geschenk als PowerPoint-Präsentation runterladbar für euch. Genau. Ja, Abby malt kleine Weihnachts-Isle of Lamps dazu. Kannst du uns alle als Lampe malen? Was? Also jeder von uns quasi eine Lampe, die mit Charakteristika von uns... Ich habe das Gefühl, dass ich sehr bauchig sein werde. Weil er dick ist. Bärtig auf jeden Fall. Wow! Ja, ich habe immer das Gefühl, wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, mal mich. Und wenn die das nicht mögen, dann ist mein Leben zerstört. Abby, wir müssen irgendwie peinlich sagen, draw me like one of those French. Wir müssen anders angehen. Abby, mal uns nicht. Nee. Kannst du nicht. Kannst du nicht. Also wir erwarten gar nicht viel, weil wir genau wissen, dass du sowieso nur Disney zeichnen kannst. Deswegen. Das Ding ist, wenn man Abby sagt, mal mal was. Boah, ich sehe mich morgen als Ursula. Ursula ist die aus Meerjungfrau, ne? Ja. So heißt der Film, Meerjungfrau. Die Meerjungfrau. Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Boah. Du bist doch voll der Disney-Fan. Du musst doch irgendwo einen Ansatz haben, wo du gesagt hast, hier. Ich wüsste es bei mir sofort. Ja, auch. Ich habe aber, bei mir ist mir dann irgendwann aufgefallen, das ist so die blödeste männliche Antwort, die man eigentlich geben kann, weil das halt natürlich einer ist, wo es nicht um eine Prinzessin geht. Pocahontas. König der Löwen. Was? Nee, Herkules. Ah. Oh. Ich finde Herkules einfach so lustig, weil ich finde Königreich für einen Lama, finde ich. Der ist auch richtig gut. Doch. Natürlich. Königreich für einen Lama ist Disney. Natürlich ist das ein Disney-Film. Ist das nicht ein... Cusco. Nein, das ist von der Ära, wobei die haben so 20 Filme rausgebracht auf einmal, das für die not for the lead artists, so you had like the top guys and then they had like these other team that were doing like lower budget films, but that was still good. Oh, so wie Vaiana. Vaiana, Moana. Moana. Bei uns ist es Vaiana. Hier ist Vaiana, glaube ich. Weil es, glaube ich, eine österreichische Band gibt. Die ja, schon das war so ein Copyright-Ding, deswegen mussten sie es hier umbauen. Ja, ja. Deswegen heißt Wer wird Millionär in Österreich auch nicht Wer wird Millionär, Moana, sondern die Millionenshow. Ist, okay. Heißt wegen Disney. Heißt Ocean. See, Meer, das Meer auf... Polynesisch? Ja, wie auch sie kommt. Ganz schön unkreativ. Ja, das... Ist das auch. Also Sachen, die man irgendwie übersetzt. Mein Lieblings-Disney-Film ist Tangled. Was? Rapunzel. Ach, Rapunzel. Neu Tangled. Tangled, ja. Hat auch dein Englisch ist nicht so gut, deswegen verstehe ich das manchmal nicht so gut. Deswegen. Den habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Der ist wirklich der ist gut. Der ist wirklich gut. Mit Flynn Rider. Ja. Also die ist kreativ, die Fate, ist... The Horse. Ja, ja. Die ist aber ein animierter, meine Lieblingsprinzessin. Ne? Ja. Ja, das ist so diese ganze Phase, die mit Frozen geendet hat eigentlich. Also es war so eine Zeit, Frozen kommt noch nach Tangled. Rapunzel ist doch vor ja, Frozen. Ja, genau. Rapunzel war die erste, die auf... Genau, da kam halt irgendwie so ein Studium von, wir machen jetzt demnächst mal so ein paar coole animierte Filme und dann ist Rapunzel halt voll eingeschlagen und am Ende kam halt Frozen raus und also, ey, Frozen ist gut. Und dann haben sie sich gedacht von wegen so, ja, dann machen wir jetzt eine Marke draus, kommen Vaiana und... Ja, das genau. Brave fand ich super. Aber Brave war Pixar. Nee, so eine Disney-Prinzessin. Nein, ist auch eine Disney-Prinzessin. Pixar ist Disney. Ja, das ist alles Pixar. Nein. Nein, Brave ist... Brave ist definitiv Pixar. Ist Disney. Das ist Disney. Pixar gehört Disney. Ja. Brave ist eine Pixar-Produktion. Das ist nämlich hier alles... Aber sie wird als Disney-Prinzessin gehandelt. Na, kann vielleicht... Brave ist doch Pixar. Merida ist eine Disney-Prinzessin. Also sie war auf jeden Fall bei Reich 2 war danke, sie Prinzessin. Danke. Do you have magic hair? Hier, Elsa zum Beispiel ist kein Pixar, das ist Disney. Das ist irgendwie Disney Animation Studios. Pixie, aber das ist nicht Pixar. Pixar, fick dich. Pixel, sie ist eine Pixel. Pixel. Also, Pixel. Alte Pixel. Was? Pixar! Merida ist Pixar, Punkt. Der nicht so Pixar viele ist Disney. Mag. Ja, aber Elsa zum Beispiel ist kein Pixar. Toy Story ist auch Pixar. Ja. Mittlerweile ich behaupte doch nicht aber anderes. Aber auch Disney. Ja, ich behaupte doch nichts anderes. Nur Elsa, Rapunzel. Aber es muss doch reichen, dass ich weiß, welches Anime... aber was ich doch sage... Ich möchte dir mal kurz erwähnen, dass die angeregte Diskussion, die seit langem gehalten wird, ist die Abteilung kennt. Natürlich, du weißt doch auch, welcher scheiß Unterhosentyp von Marvel und von DC ist. Das ist genau der gleiche Scheiß. Wow, ey,
Let's not go. Ich sag nur, Zitat zu gestern. Typ mit Vorname fängt mit E an, hat eine blaue Unterhose an und kann fliegen. Superman. Sebi, meine Damen und Herren. Sebi. Weil El Cal. El Cal, genau. Der spanische Superman. El Cal. So, für alle Nicht-Nerds, Superman heißt eigentlich Kal-El. Deswegen. Ja, ich wette aber trotzdem, Matthias. Geeks. Entschuldigung. Matthias wird mich verstehen. Danke, Matthias. Ich habe nichts anderes gesagt, als dass Rapunzel, Elsa, also Frozen 1 und 2 und. Darf ich mal den Entkräfter pro Max sehen? Der bestimmt der, irgendwas der, dafür. Hier. Vajana sind nicht Vajana. Von Pixar. Oh Mann, wer soll das aushalten? Du redest immer noch scheiße. Don't bring it! Ja. Okay. Ja, Pixar wenn ihr mit übrigens Disney. Nicht klar, kommt ihr links versifftes Scheißvolk hier. Nein, wow. Nein, er drückt auf das lange. Er drückt auf welche, dein langes. Welche Nummer war nochmal das linksversifte? In Deutschland herrscht sowieso eine linke Meinungsdiktatur. Ach wirklich? Seit 5 Jahren demonstriert Pegida an den besten. Lehn mich da mal zurück, komm wieder, wenn das vorbei ist. Ja, Abby. Oh Mann, wer soll das aushalten? Du redest immer. Du hast auch eine Geschichte mitgebracht. Ja, aber ich kann nicht so gut vorlesen. Ich bin ich nicht so nicht. Wie euch. Ich auch nicht. Ich glaube, doch. Nein. Ich habe auch keine Brille mitgebracht. Ist das auf Englisch? Ja, das ist also auf Englisch. Zoom. Weißt du, nach deinem erotischer Ausfall, den du den ganzen Tag noch vorbereitet hast, ist meins. Ich habe es wirklich. Ich habe das in der Badewanne gemacht. Einfach gegoogelt und ja, das erste, wo es nicht so religiös war. Weil eigentlich habe ich keine Religion. Habe ich auch nicht. Ich habe es ja, zahle auch Kirchensteuer, weil ich doof bin. Aber denn nicht so, ja, wir danken Jesus und alles. Nein. Jetzt lauf doch nicht weg, wenn Abby hier Geschichte erzählen will. Ich hör's doch. Abby, bitte. Sollen wir nicht warten? Vielleicht, aber die Aufnahme läuft weiter. Okay, ja, dann. Verbindet dich etwas mit dieser Geschichte? Oder was wirklich einfach nur eine Google-Suche und ist okay. Ich sehe schon, ich habe mir hier einfach die meiste Mühe. Ja, das ist auf Englisch. Also. Ich dachte, wir nehmen das hier ernst. Merida ist übrigens von Pixar. Echt? Ja. Ich wollte eigentlich nur unterscheiden, dass es halt das Pixar-Studio gibt, was halt die Pixar-Filme gemacht hat. Und dann halt die Disney-Animation-Studios, die halt Elsa gemacht haben und Rapunzel. Und auch hier die hawaiianische Königin da hier. Ja? Kamehameha. Ja. Aber Disney gehört Pixar auch. Ja. Oh. Ja. Die sind eigentlich ja, dasselbe. Aber immer wenn es Pixar sagt, ist es Pixar Disney. Ja. Aber Netto habt ihr verbraucht. Ich habe eben nur bei MDF anscheinend genug, gemacht. Deswegen konnte ich nicht mehr lesen und die Buchstaben sind verschwommen. Danke dir. Das ist der selbstgemachte. Meine Damen und Herren, this is a story by Abby. Es ist würziger. Es ist Glühwein. Okay. Okay. Santa needs new reindeer. The first bunch has grown old. Dasha has arthritis, Comet hates the cold. Prince is sick of staring at Dancer's big behind. Cupid married Blitzen and Donna lost his mind. Dancer's mad at Vixen for stepping on his toes. Vixen's been thrown out, she laughed at Rudolph's nose. If you are a reindeer, we hope you will apply. There is just one tricky part, you must know how to fly. So süß. Das ist doch ein Riesending, ich kenne die ganze... Why did you play with your hair? Ich kenne die ganzen Rentiere-Namen like nicht auswendig. What's it called when you have like a ticket? Donna, Blitzen, Wichsen, Rudolf. Wichsen. Nee, ich weiß nicht, aber. Ich hab mal, es gibt in, das kann man sagen, es gibt in Köln gibt's einen Escape Room, Santa's Secret oder so heißt der. Ich mache mal kurz Werbung bei Indizio. Die machen hier in Köln die besten Escape Rooms, wie ich finde. Und da gibt's einen sehr, sehr guten Weihnachts-Escape Room und da ist eine der Aufgaben, ist halt dann die Rentiernamen, hast du so ein Telefon, dann hast du irgendwie die Rentiernamen, da musst du die halt so durchgeben, weil du das irgendwie machen musst. Und wir hingen da so fest, weil wir irgendwie einen Namen nie gehört haben. Aber ja, sind deswegen. Aber das, nee, den wusste ich als das erstes. Ding ist, ich glaube, die ganze Rentier-Story ist in Deutschland einfach nicht so weit verbreitet wie in Amerika oder im englischsprachigen Raum. Ja, weil, hier, weil wir halt das Christkind haben. Ja, okay. Und ja, aber selbst. Okay, nach Hause. Ja, tschüss. Also erstmal die ganze Weihnachtsgeschichte ist, das ist doch alles Coca-Cola, von dem wir sprechen. Heute. Der Weihnachtsmann ist Coca-Cola. Ja, Jesus ist Coca-Cola. Bibel. Das ist auch Coca-Cola. Nein, nein, Jesus also das Corporate Design vom Weihnachtsmann ist Coca-Cola. But why would reindeer wir haben Nikolaus genommen und haben ihn einfach mit einem Corporate Design rot angemacht. Ja, genau. So I heard a story from my neighbor last week. I heard a rumor. There's a rumor or there's actually some scientific idea that
that in Northern Europe people were praising the in Fliegenpilz. It's a mushroom. Flying mushroom. it's the mushroom with the red cap and the white dots on it. Yeah. The Mario mushroom. Which also makes you high and everything. Like it's and not kill really, you. It's magic, not lethal. Magic only mushroom? if you it's kind of lethal. It's not lethal only if you eat it. it's not that lethal. Die Menge macht das Gift. Yeah, genau. So I dare you. And they grow beneath a pine. And once a year the druids would come around and collect these mushrooms and they would give them to the people in the village. And since it was all snowed in and these old villages were all like hidden in a mountain or something like that, or in a hill, the druids would say it's easier to drop them through the chimney. And that's how they actually did that. And that's probably the real idea where the Santa Claus story comes from. Aha. Wow. Hab ich noch nie gehört. Ich glaube dir das ja, wenn du sagst, dass du das... Genau nach dieser Aufnahme hier werde ich euch dazu... The true beauty of Christmas? Wenn wir jetzt noch jemanden hätten, der das Trommel ist. There are so many stories like that. Which one's the first one? Which one's the real story? Oh, gute Überleitung. Auf Netflix gibt's gerade Ancient Aliens. Leute, guckt euch Ancient Aliens an. Oh. Es ist so gut. Es ist so gut. Jeder kennt dieses Meme von diesem einen Typen, der so Aliens sagt, ne? Ein bisschen die Frisur von Dirk und so Aliens sagt. Das stimmt, ja. Und der Typ macht einfach, der hat einfach eine Doku-Reihe. Und es ist so gut. Es ist so witzig. Es ist nicht alles wirklich glaubwürdig, aber es ist so witzig. Aliens. AT Aliens? War deine 13. war letzte Woche. Ah. Ach, das war gar nicht Aliens. Nee. Nee. Wer kennt die Melodie von Aliens? Also kurz jetzt hinjucken. So. Ja, nah dran. Das ist übrigens der Grund, warum wir Instrumentverbot haben am Montags. Wo Montags? Hallo, du hast mal die Kazoos mitgebracht. Das ist was anderes. Das war in Vorbereitung fürs Apple Tree. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe mein Kazoo noch hier. Ich habe meins auch noch zu Hause. Ich auch. 3. Ja. Das ist ein ganz alter rhetorischer Trick. Ja. Danke, Abby, für diese wunderschöne Geschichte. Aber das ist ja echt die ganzen Rentiere, die kennt man hier in Deutschland gar nicht. Das ist wirklich so eine sehr amerikanische. Kennt man die da so in England? Sind die Rentiere mit Namen in England genauso beliebt wie in den USA? Ja. Ich habe immer gedacht, das wäre eine reine amerikanische Geschichte. Ist aber dann Dancer. Ja, aber nicht Dancer. Das ist das Ding auch, weil Santa kommt so in der Nacht. Das ist eine gute Frage, was Dirk gerade stellt. Ist es Dancer und Dasher oder ist es Dancer und Dasher? Dancer und Dasher. Aber ich habe auch eine andere Akzent als. Birmingham, Baby. Yeah. Weil du aus dem asozialen England kommst. Ja, eigentlich schon. Komme ich aus die asoziale Teil. Ich war in ihrer Hometown. Du bist doch jetzt 4 Jahre in Deutschland, oder? War ein Shithole. Ja, 5 Jahre. Du bist jetzt fast 5 Jahre in Deutschland. Ja, fast. Im August sind es 5 Jahre. Wie würdest du Birmingham, mit welcher deutschen Stadt würdest du Birmingham vergleichen? Essen. Mönchengladbach? Essen. Weil beide eine Spielemesse Essen haben. War gut. Scheiße, ja. Aber das Ding ist, ich habe auch nicht so viele Städte von Deutschland gesehen. Okay, welcher Stadtteil Kölns wäre Birmingham? Stadtteil Chorweiler. Alles klar. Wunderschön da. Ja. Das ist ein schönes Spaßbad. Ja. An der Stelle muss ich noch kurz hinweisen, wir mussten Wukis Geschichte jetzt leider rausschneiden, weil die ging überhaupt nicht Wukis. Ja, sorry. Leid. Das war echt hart. Das war ich dachte, erzählst du mal eine wahre Geschichte, weißt du, aber anscheinend hat da irgendjemand angerufen und hat gemeint von wegen so. Also das geht gar nicht. Zum ersten Mal in der Geschichte von I Love Lamp. Hat Sebi Rot gesehen. Ja. Aber wer uns 100 Euro überweist, kriegt diese Geschichte im Nachhinein zugeschickt. Patreon. Da bin ich echt gespannt drauf. Spiel mit, der Wookie hat gar keine Geschichte vorbereitet. Ich habe das so getan, als ob. Danke, Sebi. Das ist richtig weihnachtlich von dir. Das ist richtig gut, ne? Das ist der weihnachtliche Spirit. Für seine Freunde lügen. That's the spirit. That's the spirit. Die drei Dinge. Definiert von Sebi und Wookie. Und Dirk. Und Dirk und Abby.
Die drei Dinge von Wookie, Dirk, Abby und... Was, muss ich mehrmals was machen? Dirk und Abby. Du brauchst Scheiße. Sechs Dinge. Oh. Und zwar hat die Abby eine tolle Idee heute gehabt. Und zwar in unserer wöchentlichen Redaktionssitzung, die wir wirklich exzessiv immer machen. Die man ja auch bei Instagram verfolgen kann, wenn wir eine Live-Aufnahme machen. Und ja. haben wir uns überlegt, okay, was sind denn heute unsere drei Dinge? Ist hier kalt? Abby hat dann gefragt halt... Nein, ich bin nur... frei übersetzt. Batman. Die drei schlechtesten Geschenke, die man jemals zu Weihnachten... Weihnachten, klammern vielleicht auch wann anders, aber die man jemals Ach so. Bekommen hat. Ja. Es muss nicht Weihnachten das sein. Es war ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Och, ich war in zwei Minuten fertig. Also ich habe eine Sache habe ich auf jeden Fall, wo ich dachte, das finde ich immer ätzend, wenn man das bekommt. Die anderen Sachen sind mehr so, ich habe es als Kategorie verpackt. Ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich habe es auf jeden Fall mal bekommen und fand es scheiße. Deswegen. Was schwierig bei mir war, als ich das gesagt hatte, habe ich mich verschämt, weil eigentlich sind alle Geschenke schön. Und dann habe ich gedacht, ach, kann nee, man manchmal, sagen, dass das einfach auch, dass eine schlechte Geschenk ist? Aber dann habe ich drei gefunden, wo ich sage, ja, das ist scheiße. Die Person hat sich keine Gedanken gemacht. Wenn du weißt, dass die andere Person sich keine Gedanken gemacht hat, dann ist es meistens auch ein schlechtes Geschenk. Das ist halt genau, und da kommt zum Beispiel ein T-Shirt bei raus, wo ich mein Gesicht drauf drücke. Das fand ich aber ziemlich geil eigentlich. Ja, aber ganz ehrlich, da hat sich Sebi auch selbst beschenkt. Ich glaube ja auch, du hast das T-Shirt gemacht, bevor du wusstest, wen du hast. Nee, ich habe es eindeutig für Robert gemacht. Okay. Ja. Glaube ich nicht. Doch, für Susi hätte ich es auf ein Bikini gedruckt. Warum hast du Robert keinen Bikini geschenkt? So ein Bohrer-Ding. Und ich wüsste, wo mein Gesicht ist. Da innen. Auch gut. Ja. Die drei Geschenke, die scheiße waren. Abby, möchtest du anfangen? Ladies first. Ja, ich glaube, das also ist so, was wir gerade gesagt hat. So neben. Geld. Oh, ich habe noch nie Geschenke. Also, ja, Geld ist auch schön, aber dann... du bist auch so ein Deutscher. Draußen hupt jemand wuckig ins Fenster und guckt raus. Get off my lawn! Ja, Geld, ja. Für mich ist das dann... Der Person hat nicht nachgedacht oder die kennen mich nicht und die sagen, ja, auch scheiße, muss ich was kaufen für die Frau, dann ja, Geld. Was ist, wenn man sich Geld wünscht? Ja, dann ist es was anderes. Ich habe mich, also das ist die schlechte Geschenk für mich. Sorry. Ich weiß, was meinst. Du musst nicht husten und dann die Faust für den No, ich weiß, okay. In English, real fast. Yes. Like, I never ask for money. Ever. Really? I would never ask for money. No. It's like, grundsätzlich würde ich nie sagen, du musst mir Geld geben. Nein, oder bitte, man sagt ja noch bitte nicht gib mal, mir Geld. Echt nicht? Nein. Das mache ich andauernd, weil ich keine Idee. Das Problem ist ja. Das Ding ist, ich erwarte gar nichts beim Weihnachten. Warum weint der Dirk gerade? Das worst prostitute ever. Ja. Und sehen wir so, ich erwarte immer Geld. Nee, du musst das Geld im Voraus nehmen. Ach so, ja. Nee, aber ich bin froh, wenn jemand sagt, er will nur Geld haben, weil das macht es mir einfacher. Ich versuche dann auch immer was Kreatives mit dem Geld halt zu machen, es schön zu verpacken, es irgendwie in was zu tun, was dann doch vielleicht noch ein bisschen nachgedacht ist, aber das Geld wertet das Ganze halt noch ein bisschen mehr auf. Ja, nein. So wie halt eine Dose, in der Geld drin ist. Kennt ihr das, wenn eine Ravioli-Dose? Ja, dann hast du einfach mal so beschissene Dosen so rumstehen. Genau. Nee, ich bin auf der Seite. Aber das ist das Ding, weißt du, der Dose ist der Geschenk und das Geld ist einfach, bitte nimm mein Geschenk. Consolation. Ja, das ist so. Aber man kann Geld. Ich habe nichts vorbereitet für dein Geschenk. Hier ist eine Dose. Ich verpacke Geld darin, damit du mich noch magst. Aber es gibt eine Zwischenlösung, Abby. Es gibt eine Zwischenlösung. Es gibt auch noch den Punkt. Was ist denn da los hier? Stau von meiner Aussicht. Der zweite Deutsche ans Fenster. Aber erstmal Witz machen. Du brauchst noch ein Kissen für die Fensterbank oder so. Schon mal die 1-1 wählen? Amazon. Hast du was bei Amazon bestellt? Nein. Amazon. Wer soll das aushalten? Leute, das ist immer noch scheiße. Man muss aber auch sagen, dass die Parkplatzsituation ja, gerade sehr. Also ich bleib sitzen. Alter, der passt da durch. Das ist doch die Geschichte von Sebi. Ja, vor der Tür. Weihnachtliche Geschichte. Vor der Tür steht ein Transporter, der blockiert hier quasi die Einbahnstraße. Bei Wookie ist gerade sehr eng. Er kommt gleich wieder, hat er gesagt.
Er wird gerade begrüßt. Ah. Ich liebe das hier, weil als Ausländer, das ist jetzt die zwei Anzeige am meisten deutsche Ding hier. Also Leute, die nicht fahren können. Moment, ja. Und, Leute, die ans Fenster rennen. Der Zentralrat, ja, der Fliesentischbesitzer segnet dies. Ich bin aber nicht der Einzige. Ich sehe das immer. Das ist immer so, wenn ein Auto klar passen kann und die sitzen dich und ja, dann, wie heißt das? Piept. Okay, jetzt haben sie die Waffen ausgezogen. War das ein Spiegel? Das hat sich gerade echt nach einer Shotgun angehört. Moment, ich guck mal gerade raus. Was ist das für eine Shotgun? Ich glaube, die wäre ein bisschen lauter gewesen. Vielleicht war sie weit weg. Ich muss ja zum Thema, geh mal drauf ein, Thema Geld und so zu geschenkt bekommen. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß, also ich selber wünsche mir auch nie Geld zu irgendwas, aber ich habe mir zu meinem 30. Geburtstag habe ich mir Geld gewünscht. Fand es aber auch blöd, einfach nach Geld zu fragen. Und ich habe als... Hab ich dir Geld geschenkt? Weiß ich gar nicht mehr. Waren wir da schon Freunde? Nee. Ja. Nee, das Ding aber war, wir schon, nee, ne? War, also wir schon eher. Nee, das Ding war aber, ich habe damals zu meinem 30., weil ich halt, da stand die ganze Hawaii-Reise und sowas noch an und es war halt ein bisschen teurer. Und da habe ich dann als Ausgleich dafür, dass ich mir Geld gewünscht habe, haben wir ein Escape Room zu Hause gebaut. Und den, da warst du sogar drin. Da war ich drin. Genau. Und den haben wir, da habe ich dann gesagt, nee, ich wünsche mir Geld, aber als Ausgleich dafür könnt ihr quasi ein Escape Room da machen, dann kann jeder das geben, was er halt möchte. Und das fand ich dann ganz in Ordnung. Das heißt, ich habe den Leuten noch was dafür geboten, dass sie mir dann Geld gegeben haben. Du hast die Leute eine Stunde lang, ja, das in einen Raum eingesperrt. Ja, in meinem Schlafzimmer. In meinem Schlafzimmer. Das ist was anderes, wenn man nach Geld wünscht. Ich aber war das, ich finde es einfach nur blöd, so nach Geld zu fragen. In Dirks Schlafzimmer ist ein Doppelbett, also ein Hochbett. Für jeweils eine Person. Aber ich schlafe also oben. Der schläft mit seiner Frau in einem Doppelbett. Okay. Platzsparender. Denk mal drüber nach. Smart. Wie ist deine Frau schwanger geworden? So, ja, ich habe aber noch eine Zwischenlösung. Es gibt doch noch was anderes. Man kann Geld schenken in einer Dose und es kann trotzdem was bringen. Und zwar, wenn du irgendwie siehst, dass, wenn du irgendwo diese Dose siehst und du denkst so, boah, die passt perfekt zu Abby, ne? Sagen wir, eine Frozen-Tasse. Und du weißt halt so, ja, die würde sich wirklich über diese Tasse freuen, aber die kostet halt gerade nur 2 €. Komm, ich leg nochmal ein Swanny mit rein, weil ich weiß, das Geschenk ist einfach finanziell gesehen betrachtet zu günstig. Dann schenke ich dir die Tasse und pack noch 20 € rein. Ja, okay, aber dann das ist aber wenn es irgendwie eine Schmuckstück ist, das in der Wohnung rumvergammelt. Das ist nur, ja. Also ich habe gesagt, Geld, also nur Geld, also keine Dose, das war nur zum Beispiel. Guck, diese Dose. Aber nur Geld. Hauptsächlich Geld finde ich scheiße, ja, als Geschenk. War das schon dein erstes Ding? Nein. Da möchte ich gerne mal kurz mit meinem ersten Ding dazwischengrätschen, weil das ist ein gutes Zeichen, wo ich mir gerne Geld gewünscht hätte, statt dem Scheiß, den ich bekommen habe. Ja, aber warte mal, Geld ist doch im Vergleich zu all den nächsten Sachen, die wir aufzählen, immer die bessere Option. Wahrscheinlich. Also deswegen bleibe ich jetzt dran. Okay. Bücher. Sachbücher vor allem. Nein. Wenn man sich so von doch, ich habe... Oh. Meine Mutter ist in der Lage, sich gar keine Gedanken zu machen. Die guckt Frontal 21, guckt noch 2 Stunden weiter auf ZDF und ARD. Und was schenkt sie einem dann zu Weihnachten? Irgendein Buch. Gina Wald 1 bis 6. Betretenes Schweigen. Ja. Das kauft keiner, Sebi. Das lädt man runter. Nee. Und dann kriegt man so ein Buch von dem Typen, der Titel Thesen Temperamente moderiert. Moas. Walter Moors? Nicht Walter Moors, der heißt nur Moors. Ja, der sieht aus wie so eine Elmer Brandpuppe. Man kriegt von dem einfach so eine, ja, schon ein bisschen. Dann kriegt man von dem irgendein Buch mit irgendwelchen Kühen drauf und irgendein so ein Sachbuch, was null mit deiner eigenen Persönlichkeit zu tun hat und du denkst dir so, ja, werde ich nicht lesen, ist für mich Zeitverschwendung. Ja. Aber Sachbücher, die nichts mit dir zu tun haben. Kann doch auch bei dir. Wenn man Sebi das Kamasutra schenkt. Ja, weil ich ja schon auswendig kann. Eben. Du hast die Federn am Schlafbett. Weißt du? Nee, das ist hauptsächlich... Doch, Sebi, dein erstes Ding. Sebis Füße am Bett sind übrigens wirklich Federn. Das ist hauptsächlich, weil ich halt meine Nachbarin mittlerweile an der Tür höre und schon weiß, welche Stellung die da gerade ausprobieren. Ah ja. Heute ist ein guter Tag, heute ist ein guter Tag. Also heute Morgen hat es um 5:30 gequietscht oben und man hat nur Quietschen gehört. Ich war mir nicht sicher, ob sie wach war. Sag ich es mal so. Ja, hätte ich klingeln sollen. Kann auch BDSM sein. Vielleicht. Um 5:30 morgens. Ja. Was? ASMR. Kann doch mal jung sein, weißt du, in der Woche. Naja. Jetzt darfst du dein Ding sagen. Mein erstes Ding, wo ich auch sage, okay, dafür hätte ich gerne lieber den Gegenwert gehabt, war eine
Fußmatte. Ich habe mal eine Fußmatte geschenkt bekommen. Und jetzt würdet ihr sagen, ja gut, eine Fußmatte könnte ja noch ganz praktisch sein, weil die kann man sich halt draußen vor die Tür legen. Man kann die Füße dort antreten. Tja, diese Fußmatte war klein. Es war eine kleine Fußmatte. Etwa 15 mal 10 Zentimeter groß, wo drauf stand, für Zwerge. Aus dem Grund, weil ich nämlich kleiner bin als die Person, die mir das geschenkt hat. Und dann wollte man. Bayer, ey! Nee. Mattes? Nein. Dirk? Nein. Ich? Nein. Abby? Nein. Ich verrate keine Namen, weil sonst fühlen sich diese Personen angesprochen. Wenn man Namen nämlich sagt. Also nach dem Ausschlussprinzip bleiben nicht mehr so viele übrig. Tja. Auf du brauchst leider so, ne? Ja. Auf jeden Fall habe ich dann diese Fußmatte halt bekommen. Und ja, sie lag dann lange einfach rum. Ja, Geschenke, die rumliegen, sind einfach Verschwendung. Wenn sie wenigstens magnetisch gewesen wäre. Ich finde das Geschenk gar nicht so doof, ganz ehrlich. Das finde ich gut. Ja. Was hast du eigentlich gekriegt gestern? Was habe ich gestern bekommen? Ich habe einen Fuckfork bekommen. Ja. Den Fuckfork. Dann tausch doch mit Dirk. Nein, das ist mein Fuckfork und Dirk will den jetzt nicht mehr haben. Sind die Augen schon weiß oder was? Ja, sie strahlen. Ist schon voll. 5:30 heute Morgen. Hey, gut. Aber Sebi hat kein AIDS mehr. Geht ins Musical, Leute. Geht mal in irgendwas, bevor ihr euch hier beschwert, geht mal in ein Musical, weißt du, lernt man ein bisschen was. Genau, bevor ich über Wookie beschwert, weil es wieder unter der Gürtellinie ist. Dirk? Oh mein Mann. Erstes. Wer soll das aushalten? Du redest immer noch scheiße. Mein erstes Ding. Deckt sich so ein bisschen mit Wookies erstem Ding. Ich hab's bei mir als pädagogische Geschenke betitelt. So Dinge, die man bekommt, wo man ganz genau weiß, also von Eltern vorwiegend dann auch, sowas wie, hier, lies das mal, das könnte mal wichtig für dich sein. Oder irgendwie so, wenn du weißt, du hast gerade Probleme in der Schule und kriegst halt so ein Mathe-Nachhilfebuch oder irgendwie sowas. Boah, da hätte ich kotzen können. Weißt du, was dann so, yay. Es gibt dieses geile kurze Video von so einem Kind, das halt ein Avocado geschenkt bekommt. Und so, hey, ein Avocado. Schön. Das, ja, deswegen viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist auch so ein Banana? Das, es gibt ein Kind, das freut sich unglaublich sehr über eine Banane. Ja, das habe ich gesehen. Er fängt an zu weinen und dann alles. Aber es gibt eine einzige Ausnahme in diesem Bereich, muss ich sagen. Und zwar gibt es einmal im Leben eines Deutschen, gibt es den Moment, wo man in der Fahrschule, du weißt das noch nicht, Dirk, du hast keinen Führerschein, aber zu einem gewissen Zeitpunkt ist man irgendwann an seinem Geburtstag oder zu Weihnachten gerade aktiv in der Fahrschule unterwegs und damals war es teuer, in die Fahrschule zu gehen und dann hat man irgendwie von Verwandten und Freunden Fahrstundengeschenke gekriegt. Und das war dann wiederum cool. Ich habe zu meinem 18. habe ich ja Geld bekommen für Fahrstunden, für den Führerschein und sowas dann irgendwie und von dem Geld habe ich mir ein Fahrrad und einen MP3-Player gekauft. Sehr zum Missgunst aller, die mir das Geld geschenkt haben, aber ich dachte mir, fickt euch Leute. Vor allem Geld geschenkt bekommen, was irgendwie für etwas bestimmt war und das dann nicht dafür auszugeben. Das ist wie so ein Penner, wie ein Penner 5 Euro geben und sagen, hier, hol dir was zu essen und du holst dich Schnaps dafür. Richtig, ja. Du bist der Penner. Ja, stimmt. Hallo, für die Umwelt, ich habe mir ein Fahrrad geholt und einen MP3-Player, damit ich nicht mehr mit meinem Telefon rumlaufen muss. Ja, weißt du eigentlich, wie diese MP3-Player produziert werden? Weißt du eigentlich, wie gefährlich... Kostengünstig. Ja, durch welche armen Kinder und so weiter? Weißt du, wie gefährlich ist, zu fahren und dabei MP3-Player zu hören? Ja. Hey Leute, was wir gerade machen, wie viel kostet das alles? Das hier? Nix. Was denn? Das ist alles green. Für euch, liebe Zuhörer, kostet das. Das hier ist grüner Strom, mit dem wir das hier auch. Also das hier kostet mir 25 Euro. Hey, ich meine die Equipment. Das war billig. Das war Amazon, billig. Ganz, ganz unten. Ja, wie viel war dein Apple-Markt? Darüber reden wir mal in Ruhe. Da dürfen wir nicht. Darüber reden wir nicht später. Abby, was ist denn dein zweites Ding? Oh Gott, ich erzähl's dir gleich, das wird so gut. Okay, cool. Ja, ist ein bisschen so wie die erste. Das ist Gutscheine. Ach, aber komm. Nein. Das ist quasi Geld. Das Ding Geld. Ist, beim Gutscheine, das ist immer so, wenn du 20 Euro für IKEA kriegst, man kriegt nichts beim IKEA für 20 Euro. Dann ist der Gutschein sinnlos. Das ist immer bei all diesen Gutscheinen. Ich hatte auch so in England das oft bekommen für diese so Topshop oder diese. Das ist, wenn du einen Kinogutschein kriegst und der Gutschein reicht nicht aus für die Kinokarte. Was ist Bullshit? Na, das ist auch so beim Clothing. Wie finde ich nicht die Wörter für Clothing. Kannst immer unter Kleidung. Clothes, Kleidung. Ja, genau. Das ist immer if you want. Yeah, yeah, for sure. Clothes shops. Yeah. They're always like 10 euros. Yeah, like, you know how much this costs? Not 10 euros. Well, it's Vans. So come on. No, but I mean like anything else.
anything else that I'd be wearing. It's the same thing if somebody would give you a voucher for a cinema and the voucher is not enough to buy one ticket. Yeah. That's stupid. It's like, why bother? Like, just give me the money that I also don't want. Es gibt aber auch Gutscheine, die sinnvoll sind. Sowas wie zum Beispiel ein Amazon-Gutschein, weil da kannst du dir einfach alles für kaufen. Ich glaube, Sebi versucht jetzt gerade seiner Frau gegenüber das Weihnachtsgeschenk zu... Nein, wir haben Sebi mal zum Geburtstag einen Amazon-Gutschein geschenkt, weil Sebi vorher im Podcast nämlich gesagt hat, ein Amazon-Gutschein ist das Beste, was man jemandem schenken kann, weil man sich davon alles holen kann. Genau. Ohne die andere Person zu kennen. Du machst damit eine riesige Freude, weil du kannst sie sammeln. Ja, aber dann wie viel? Ja, wie viel der Wert ist. Wie viel würdest du mir... Keine Ahnung. Wenn du mir was schenken würdest, komm, du schenkst mir jetzt Weihnachten was. Wie hoch wäre der Gutschein wert? Den du mir schenken würdest. So beim Secret Santa? Ja, einfach so. Du sagst jetzt, komm, du willst mir Weihnachten was schenken. 40. Was? So viel? Ja, wenn ich nur... Ich hätte gerne Abby nächstes Mal mit Secret Santa. Wenn ich nur eine Person habe, dann werde ich mehr ausgeben. Ja. Das ist ja die Idee hinter dem Secret Santa auch zu sagen. Ne? Von wegen, man schenkt nicht jedem was, weil dann kann man das ganze Geld auf eine Person packen und das Geschenk halt was. Das ist so, ein Jahr hatte ich so eine, kennt ihr The Last Airbender? Ja. Mhm. Also halt Avatar. Wir nennen das hier Avatar. Ja, Avatar, The Last Airbender. Aber wenn ich Avatar sage, Sebi kennt denkt Avatar immer nicht. Die, Film die mit dem blauen Figur von Pandora. Oder wie nein, tun wir nicht. Hier. Das ist okay, das. Ja. Das nennen wir Pocahontas 2. Okay. Dann Avatar. Okay, dann sind wir alle eingeschaltet. Nein, Sebi noch nicht. Du musst doch Sebi abholen. Okay, Avatar. Ich habe die ganze Serie... Du musst Sebi Avatar erklären. Nee, komm, erklär's mir nicht, ist sinnlos. So eine Freundin von mir geschenkt. Die ganze Serie, das ist so 80 Pfund, war es, als es noch in England war. So 40 Kilo. Und die haben mich so einen Bademantel geschenkt. Ja. Wahrscheinlich geklaut aus dem Hotel. So bin ich, wenn ich was schenke. Und ja. Ist dein drittes Ding ein Bademantel? Ja, nein. Ich habe tatsächlich von Freunden einen 40 Euro Bademantel geschenkt. Und ich habe den immer noch. Von mir? Weiß ich nicht. Bist du dabei? Ja, klar, ich war dabei. Helly war auf jeden Fall dabei. Ja, da war ich auch dabei. Weißt du, welcher Bademantel? Der rote. Also nein, du warst nicht dabei. Ah. Ich habe dem Martin mal einen Bademantel geschenkt. Ja, Martin muss man auch Bademantel schenken. Ja. Ich gehe zu meinem zweiten Ding. Ich gehe zu einem, was ich glaube, vor 3 Jahren in diesem Podcast schon mal erzählt habe. Wie lange machen wir den Scheiß hier schon? Ewig. Aber es im Nachhinein war es ein gutes Geschenk, aber vorher war es halt einfach scheiße. Und zwar Sachen, die du dir einfach nicht wünschst. Du hast so diese Jahre, wo du als Kind klar deinen Eltern klar gemacht hast, so, ich will das und das. Das möchte ich haben. In meinem Fall war es halt so, ey, eine PlayStation 2. Mega geil. Hätte ich super gerne. Was krieg ich? Eine Turbo-Man-Figur. Eine E-Gitarre. Oh ja, scheiß Eltern. Oh. Die wären scheiße gewesen, hätten die da jetzt ein Atari. Ja, aber den Verstärker noch. Okay. Das wäre kacke gewesen, hättest du dir ein iPod gewünscht und die kämen mit einem Zoom. Ja. Na, aber es ist ja noch technisch in der Nähe, weißt du? Das wäre schon wieder so dieses, oh, Generation Gap. Oh süß, nee, dasselbe. Das ist, weil es billiger ist. Das ist wie wenn du Smacks haben willst, aber dann die billigen Honigpops. Die E-Gitarre war genauso teuer wie die PlayStation 2. Ja, dann ist doch alles gut. Nein, ich wollte aber die PlayStation 2 haben und nicht E-Gitarre. Ich will nur sagen, ich habe den PlayStation 2 gekriegt. Siehst du? Ja. Was hättest du gesagt, wenn du eine E-Gitarre von deinen Eltern. Warum hast du von meinen Eltern eine E-Gitarre gekriegt? Was? Nein, du hast die E-Gitarre gekriegt. Mein Vater hat mir eine PlayStation 2 bekommen. Geschenkt. Du hast die mit das zwei Spiele. Final Fantasy 10. Nein, Minority Report und WWE. Talk about Minority Report. Und er hat es mir nur gekauft, damit er das zu Hause haben könnte. Also das war nur, ich könnte das nur benutzen, wenn ich bei ihm war. Also je 2 Wochenende. Mhm. Und ja, er hat es eigentlich für sich selber geschenkt. Ja. Genau. Aber wenn du jetzt eine E-Gitarre gekriegt hättest stattdessen, ja. Schön doof gewesen. Hatten wir schon. Im Nachhinein, hey, super geil, danke Mama, danke Papa. Jetzt kann ich Gitarre spielen, aber damals waren mir Videospiele wichtiger als Mädchen. Sind die immer noch? Wollte ich gerade sagen. Nicht mehr so ganz. Jetzt spielt er Videospiele mit Mädchen. Ja, es gibt jetzt auf Steam kriegst du jetzt so super viele Waifu-Spiele und so. Verliert gegen Mädchen. Ja, du hast mich fertig gemacht. Ich hab damit kein Problem. Du hast mich nass gemacht.
Ist okay. Get a room. Mein zweites Ding ist ein Bitch. Geschenk, was ich, ich muss 16 oder so gewesen sein. Ich ging auf jeden Fall noch zur Schule, das weiß ich noch. Es war ein kalter, regnerischer Winter. Es war ein Deutschkurs. Es war Weihnachten zu Hause und ich gehe hinunter ins Wohnzimmer, packe mein Geschenk aus. Es war ein riesiges Geschenk, wirklich ein riesiges Geschenk. Ich packe es aus und drin war eine Lederjacke. Ich habe auch so eine Lederjacke hier, die kann ich auch nicht mehr anziehen, weil die echt zu Panne ist. Ich muss 15 gewesen sein, ich habe als 15-Jähriger eine Wildlederjacke, eine helle Wildlederjacke geschenkt bekommen, die, ja, sie war warm. Als 15-Jähriger, wenn du aber eh schon in der Probleme vielleicht so ein kleines Mobbing-Opfer bist, ist das nicht so was Geilste, so eine Jacke dann anzuziehen. Ja, ich habe dann auch oft gefroren, weil ich die Jacke nicht angezogen habe. Sie war richtig warm. Später habe ich sie irgendwann auf Karneval mal angezogen. Aber naja, diese Jacke hat mich damals viel Schlaf gekostet, weil ich wollte schon so tun, als ob ich sehr dankbar bin, weil ich auch wusste, scheiße, diese Jacke war scheiße teuer. Echtes Leder, so fett, mit Daunen gefüttert. Also die muss richtig scheiße viel Geld gekostet haben, ja. Und meine Eltern meinten, es nur gut zu mir. Auf der anderen Seite Klamotten zu Weihnachten schenken. Naja, ja, auf jeden Fall diese Jacke, von der habe ich mich letztens erst getrennt beim Aufräumen zu Hause. Habe ich sie dann in die Altkleidersammlung gegeben. Stellt sich raus, sie war mit Geld gefüllt. Nein. There's always money in the leather jacket. Ja, das ist so ein bisschen Kindheitstrauma, weil die Jacke, die ist auch relativ schnell kaputt gegangen, aber man konnte sie leider flicken. Ja, und so ist das. Okay. Eine Lederjacke. Ja, mein zweites Ding. auch da wieder so ein bisschen konkreter. Und eigentlich hat Abby es gerade eben auch schon mal wieder so ein bisschen vorweggenommen. Aber ich mag es nicht, wenn du etwas geschenkt bekommst, wo du ganz genau weißt, das schenkt dir die Person nur, weil sie es eigentlich selber haben möchte. Und mein konkretes Beispiel dafür sind so Konzertkarten oder sowas. Wenn du Konzertkarten für irgendwas bekommst, wo du gar keinen Bock hast, eigentlich hinzugehen. Also hier sind Konzertkarten für den und den Artist. Und ich sage, okay, den will ich doch gar nicht sehen. Du bist der größte Fan davon. Und dann musst du halt damit hingehen. Nur damit ich nehme dich mit. Ja, Das, hat Wookie dir Karten für sein Konzert geschenkt? Nein. Nee, so in der Tat, eine Ex-Freundin hat das mal gemacht und ich war echt so. Letztes Mal gekommen. Ja. Du weißt, also ich mache, seitdem ich weiß, dass es diesen Menschen gibt, diesen Artist, habe ich nur Witze drüber gemacht und ja, cool, Konzertkarten dafür, dankeschön, fick dich. Hat auch nicht lange gehalten. Wir waren mal auf dem Weihnachtskonzert zusammen. Wir waren bei Postmodern Jukebox zusammen, aber wir sind nicht zusammen dahin gegangen. Nee, aber wir haben uns zufällig dann auch getroffen. Ja. Damals waren wir noch nicht befreundet. Nicht so befreundet. Nee, da kam ich einfach. Ich bin alleine zu diesem Konzert gegangen. Nee, du hast dich. Ja, du bist hingegangen, aber du hast dich. Ja, da damit und so und überhaupt. Du hast dich noch mit jemandem getroffen, weil du meinst, du musst in die erste Reihe, weil da wartet jemand auf dich. Und dann bist du gegangen. Ja. Es war ein romantischer Abend. Ja. Ich habe mal meiner besten Freundin zu Weihnachten, glaube ich, Weihnachten und Geburtstag, ja, beides, weil sie hat im Dezember Geburtstag, also hat sie zu Weihnachten beides bekommen, hat sie von mir Musical-Karten gekriegt. Und zwar für Tarzan, das Musical, weil sie Musicals sehen wollte. Und ich wollte es auf jeden Fall nicht sehen. Aber ich weiß auch, wenn du jemandem Tickets schenkst, dann musst du entweder mitkommen oder du musst der Person zwei Tickets schenken, weil es geht nicht anders. Und deswegen habe ich einfach zwei Tickets für sie besorgt und habe es ihr und ihrer Schwester geschenkt. Und habe gesagt, komm, wir fahren in die Heimat, wir pennen im Haus meiner Mutter. Und verbringen da Ostern und ihr geht dann halt zusammen zu Tarzan und ich hole euch danach wieder ab. Das ist die Art und Weise, wie man dann Tickets so kann man das machen, ja. Aber es ist halt auch sehr teuer. Ich bin ja auch sehr offen für sowas. Also es ist sehr nicht, teuer. Dass ich bei vielen Sachen irgendwie dann sage, oh, da habe ich keinen Bock drauf oder so, ich lasse mich gerne auf sowas dann irgendwie ein. Aber das war halt wirklich so definitiv was, wo eigentlich jeder wusste, dass ich da keinen Bock drauf habe. Und ja, es hat sich während des Konzerts auch nicht großartig gebessert. Wer war denn der Artist? Wirklich? Bitte sag's. Nein, jetzt ist recht. Ach so, dann kommt die Connection zurück und dann weiß die Person, alles klar. Aber also, hört doch nicht. Das Ding ist, ich krieg den Namen gar nicht besser. Das war ein deutscher Singer-Songwriter irgendwie. Und er war echt Merowin Fröhlich. Philipp Posell. Nee, Philipp Posell finde ich eigentlich nicht so schlecht. Nee, nur mal kurz die Welt retten. Mark Forster. Ich bin doch keine Maschine. Nee, das ist Campino. Den gibt's gar nicht mehr so groß Pino, irgendwie. Alter. Ich müsste wirklich nochmal nachgucken, wer es war. Abby, mach doch schon mal dein drittes Ding. Ich gucke mal nach. Vielleicht finde ich ihn noch. Okay, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. A promise. Ein Versprechen? Ein Versprechen. Also ein Heiratsantrag. Wow, jetzt wird es aber richtig dark, oder? Hä? Jetzt wird es dark. Ja, nein, das ist eigentlich von einem Ex-Freund. Die Geschichte ist auch nicht so schön. Das heißt, also, vor allem, weil es ein Ex-Freund ist, heißt es, das promise is broken. Ja, das... We'll always be together. Okay, this the thing is, with this promise... Like,
it's really dark, guys. Like, it's really, okay. It's really bad. So, like he promised that we would go back to the UK to visit my family because I hadn't seen them for 6 years. Six or 7 years. And it was kind of like time where I wanted to get the connection back to my family again. And he gave this to me for my birthday, but it's because he had no money and he wasn't even giving me rent for the apartment that we had together. So like he had nothing to give me. So instead he gave me what I thought, like what he thought I would like, but just like so that I had something. But he was an asshole. Whoa. He wasn't very nice. So, can we beat him up? Nah, that's why we broke up. Did you? Did you beat him up? No, he touched me one time. I think I heard that story. Yeah. But not from you. Probably not, no. It was a big thing in Jameson's for a bit because people were waiting for him to come back in. But have you seen Delirious? Eddie Murphy? Yeah. You know when he's like, you don't touch me, motherfucker. that was me, but you know, there was a lot more fighting. Okay. And then I left. So that was the same person. So don't gift me a promise, basically. Oh, we can give you a promise. Okay, we promise. We won't give you a promise. There's a Christmas present from us now. So if next year to this time, I Love Lamb, the podcast is still on, you'll be invited for the Sylvester, the New Year's Eve episode, and you will have the chance to tell us all the good things you discovered while being in this team. Maybe a short. Promise you that. Die Top 2 Dinge. Yeah, sorry for bringing the mood down. And that's okay. Get that one. Ja, ich gehe zu meinem dritten Ding. Es war vielleicht eins der geilsten Weihnachtsgeschenke, die ich je in meinem Leben geschenkt gekriegt habe. Falsche Liste. Falsche in derselben Liste. Nacht zum schlimmsten Geschenk ever wurden. Sex. Tripper. Spinat. Sex mit einem Trap. Ich glaube, ich war 16 und ich habe zu Weihnachten immer noch Option. Den das da mit, als ich 15, 16 war, da waren 3D-Puzzle gerade so super in. Erinnert ihr euch noch an die Zeit? Ich habe 3D-Benz zu Hause. Genau sowas. Die waren cool. Weißt du noch, aus was die waren? Die waren aus so einem Schaumstoff, ne? Die alten waren aus so einem Schaumstoff. Ja, genau. Ich hatte das Schaumstoff-Ding noch. Und was habe ich bekommen? Was habe ich bekommen? Den leuchtenden. Ich habe den Millennium Falcon bekommen. Ich habe an Heiligabend den 3D-Puzzle Millennium Falcon bekommen. Super geil. Ich habe mich gefreut. So ein Raumschiff aus Star Wars. Oh, Sebi. Egal. Ich spiele nur eine Rolle, ja, das ist klar. Ich habe den Millennium Falcon bekommen. Ja. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Mega geil. Karton ausgepackt. Ich habe abends schon angefangen zu bauen und so weiter. Und da, cool, morgen machst du den fertig und hast halt so einen geilen Millennium Falcon, den du auch durchs Zimmer werfen kannst. Wie groß war der so in etwa? So. Krass. Der war... Für die, die es gerade nicht sehen konnten, 30 cm. Wookie macht gerade so eine Handbewegung. Ist ja quasi eine Penisgröße. Wookies Schulter zu Schulter. So. Auf jeden Fall mega geil. Problem war aber, ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen und das Ding war so schon so halb angebaut und so. Und am nächsten Morgen werde ich wach und es riecht komisch. Und es riecht richtig, richtig komisch. Meine Eltern hatten immer 2 Katzen. Und diese Katzen neigten dazu, ihr Revier zu markieren. Mit Katzenpissspray. Was Katzen, ne, Katzenzeug. Das davon, wovon Kenny high wird in South Park. Genau. Und das Zeug kriegst du nicht ausgewaschen. Das Zeug klebt sogar an Lego. Also selbst an Plastik-Lego klebt dieser Geruch. Und wie gesagt, diese Schaumstoff-Puzzle sind aus Schaumstoff. Das heißt, die haben sich auch noch vollgesogen damit. Und die Katze hat einfach komplett in diesen Karton reingespritzt. Keine Ahnung warum. Aber ich konnte es nicht mehr anfassen. Es war eklig, es stank, es war feucht. Mein Zimmer musste neu gestrichen werden deswegen. Ich habe einen neuen Teppich bekommen. Und mein Puzzle Millennium Falke wurde weggeschmissen. Ich habe keinen neuen bekommen. Ich habe wirklich keinen neuen bekommen. Hey, aber du hast einen neuen Teppich bekommen, du hast eine neue Wand bekommen. It's a gift that keeps on giving.
Ja, ich fühle mit dir. The Lego Millennium Falcon would be better. It was a 3D. No, I know, but like a Lego one would be better. Yeah, but it's like 5,000 euros, so. Who cares? Yeah, exactly. Mom? Lieben deine Eltern dich etwa nicht? Hallo? Die haben dir eine scheiß E-Gitarre geschenkt. Im Vergleich zu PlayStation. Zu deinen Eltern hören meine Eltern diesen Podcast hier nicht. Also mein Vater könnte ihn vielleicht hören irgendwie. Was? Weil er tot ist. Vielleicht. Ach, weil er oben WLAN hat? Ja. Ja. Hallo, Wookies Vater. Du hast überall besseres Netz. Lass uns Tische rücken und meinen Vater anrufen. Bei der Tischler? Du bist ja Autos rücken. Ja, wirklich, also es war wirklich traurig, weil ohne Scheiß, wie geil wäre denn jetzt bitte dieses... wenn ich das jetzt noch hätte, es wäre noch da. Also es würde hier irgendwo stehen, das Ding. Also wärst du echter Fan, ne? Dann wär's dir egal gewesen. Ein bisschen Febrés drüber. Und dann wäre ich jetzt noch Jungfrau, wenn das mein Zimmer so riechen würde. Ja, jetzt riecht es hier nach Duftstäbchen. Warum hast du eigentlich diese Klo... Ich frage mich immer, warum hast du diese Klo-Duftstäbchen hier im Wohnzimmer stehen? Das sind keine Klo-Duftstäbchen. Das sind Klo-Duftstäbchen. Raumduftstäbchen. Ja, die hat jeder nur... Ja, sie heißen Raumduft. Und wo stehen die? Neben dem Toilettenduftspray. Ich habe keinen Toilettenduftspray. Bei ihm ist das ein Küchenspray. Mein drittes Ding. Hast du ein Problem damit? Nein. Also, so... Nee, sie ist Gast hier, sie kann nichts anderes sagen. Du bist auch Gast hier, benimm dich mal so. Ich fühle mich wie zu Hause. Naja, das ist vielleicht das Problem. Du könntest auch mal anfangen hier zu putzen, ey. Was? Ja. Nein, ich putze auch nicht mehr zu Hause. Ja, das haben wir auch gemerkt. Aber ich stehe um 5 Uhr morgens auf, um mit dem Hund rauszugehen. Kaum holen wir Sebia und seinem JGA ab, sehen wir wen draus mit dem Hund? Seine Frau. Ja, weil sie halt irgendwie versucht hat, mich aus dem Bett zu bekommen morgens früh, weil sonst hätte ich noch geschlafen. Das hat mich auch verwundert, dass sie rausgegangen ist. Frohe Weihnachten, Sandra. Ja, frohe Weihnachten, Schatz. Mein drittes Geschenk, wo ich sage, danke, war ein Wichtelgeschenk, was ich von jemandem bekommen habe. Oh Mann, wer soll das aushalten? Du redest immer noch scheiße. Und zwar ist es ein etwas, was in die generelle Kategorie Staubfänger fällt. Also Sachen... Die vielleicht so auf den ersten Blick so. Aber du hattest ihn noch nie als Wichtelpartner. Was? Du hattest ihn noch nie als Wichtel. Ich weiß nicht, über wen du redest. Nein, ich rede nicht über James. Aber, Sachen, die auf den ersten Blick wirklich cool sind, aber die keinerlei Nutzen haben. Ja? Funko-Pop-Figuren. Zum Beispiel. Zum Beispiel eine Professor Chaos-Figur. Zum Beispiel, fällt mir Captain Coon. Irgendwie ein. The Coon. Also eine Figur. Das ist eine coole Figur, die ist sogar abgestaubt. Die man sich irgendwo Grüße, Bayer, danke, ich hinstellt. Warum auch immer. How do you like the Coon? Ja. Ich nehme sofort deine Professor Chaos Figur. Die habe ich weggeschmissen, glaube ich. Hast du nicht wirklich, Alter, oder? Ja, ich habe aufgeräumt. Bist du behindert? Vielleicht. Ich hab sogar Alter, sowas sagt man nicht. Ich habe sogar noch eine Awesome-Bot irgendwo. Kann sein, dass ich die noch irgendwo habe. Ich wüsste jetzt aber gerade echt nicht, wo. Bevor du die wegschmeißt, gib sie mir. Ja, bestimmt. Ich guck mal, wo da ist. Aber auf jeden Fall... Nehmen wir noch direkt die Freundschaft zum Bayer an. Die generelle... Die ist damit verbunden. Die generelle Kategorie Staubfänger. Okay. Also Sachen, die nichts weiter können, außer hinstellen. Und davon habe ich genug in der Wohnung. Gitarrenständer zum Beispiel. Gitarren, ja genau. Die werden steht immer ja auch so nur rum. Gitarren. Ich habe meine Gitarre seit bestimmt einem halben Jahr nicht mehr angepackt. Dito. Ne, obwohl, nee, die hab ich tatsächlich gelesen. PlayStation 4, seitdem ich die Switch habe, zugestaubt. Aber ich habe die Switch auf die PlayStation gespielt, damit so ein bisschen Windzug immer drankommt, wenn ich zu einem Controller von der Switch gehe. Mhm. Ich glaube, meine PlayStation ist komplett entstaubt gerade. Die wird benutzt. Ja, so sieht's ja auch aus. Ist sauber, ne? Ja. Ist voll komisch, du hast eine andere PS4 als ich. Das ist eine PS4 Pro. Ah, okay. Ja, unnütze Zeug von Bayer. Danke. Speaking of. Nee, mein letztes Ding ist eigentlich relativ unspektakulär, aber ich finde es auch, das ist so ein Geschenk, wo man sieht, dass da hat sich irgendwie niemand großartig Gedanken zu gemacht. Und das ist Duschgel. Duschgel und dir. Es gibt ja ganz oft so, wenn du so ein Paket bekommst, wie halt so Duschgel oder halt so ein Kulturbeutel. Ja. Duschgel und so. Also bei uns in der Schule war das immer so ein Mobbing-Ding. Ein Nivea-Torbeutel, ja, genau. Dann so ein Duschgel und. Wo so zwei Sachen halt drin waren. Ja. Und ich sag so, ja. Stinkig? Die Dinger kriegen wir von unserer Firma geschenkt. Das ist schon wieder cool, wenn unsere Firma sagt, ey, wir fahren demnächst übrigens auf eine Firmenfahrt. Hier habt ihr alle coole Kulturbeutel, die echt schick sind. Dann denke ich so,
cool. Aber wenn du so von Oma und Opa halt so, ne, hier, das kannst du bestimmt gebrauchen, wir haben uns Gedanken drüber gemacht. Oder von der Klasse. Was, wie, hä? Die Schulklasse, die ein Deo schenkt. Ja. Habt ihr das auch mitbekommen? Hattet ihr das auch mal in eurer Schulzeit, dass irgendjemand so ein Deo bekommen hat von anderen Leuten? Nee, das nicht. So richtig auf die Schnauze. Also ich dachte, ey, boah. Bei mir ist man noch in Douglas reingegangen, hat dann schön hier Sachen gekauft halt, weil man sagte, geil, hier, teures Duschgel. Ich guck mal hier. Duschgel bei Douglas. Hier, ein Adidas Duschgel, ne, das ist schon hochwertig. Ein Playboy Duschgel, ne, das sind hochwertige Sachen. Hast du mal ein Playboy Duschgel gekauft? Ja, klar. Wirklich? Natürlich, das war hochwertig. Du hast bestimmt auch Axe Dark Chocolate benutzt oder so. Ne? Voll lecker. Das ist voll geil. Ich benutze gerade immer Leather und Cookies. Das ist so gut. Es gibt ein Axe, Leather und Cookies. Das ist echt gut. Das ist richtig. Keks und Leder. Also tut's nicht, aber. Überall außerhalb von Deutschland wird Axe übrigens als richtige Billigmarke erkannt. Wie ist Links, wie ist Links in England? Ist das so eine. Ist so auch eine, billig. Ja, es ist die Cheap-Marke. Aber, hier aber wird das voll gehypt. Und überall die sind alle so tropical und ja. Aber cool. Es ist Links cool, Links tropical. Axe hatte immer die beste Werbung. In Deutschland hatte Axe im Vergleich zum Rest der Welt ein komplett anderes Image. Hier war es das coole Deo. Weil es einfach an der Werbung lag, weil die Werbung einfach extrem witzig und lustig war. Drei Frauen kommen zu dir. Richtig. Ist so. Der Sultan, beste Werbung überhaupt. Das war auch im Engländer, weil es immer noch billig. Ich finde aber. Frauen, weil auf einmal er seinen Penis angefasst hat und sein Penis gut riecht. Beste Werbung. Ich finde übrigens, es gibt auch so Sachen, also ich nenne es jetzt mal als Badezimmerartikel, die man geschenkt bekommen kann als Mann, die ich total sinnvoll fand. Ich habe mich super drüber gefreut, wenn ich Rasierklingen geschenkt bekommen habe früher, weil ich noch so einen manuellen Rasierer hatte. Mit einer Anlage. Okay. Weil die waren halt immer sauteuer. Du hast halt den Rasierer bekommen mit irgendwie drei Klingen für einen Spottpreis oder so, aber dann, wenn du Klingen nachkaufen musstest, waren die halt immer super teuer. Und deswegen das ist aber auch ein Thema, das Leute sehr schnell falsch verstehen können, ne? Hey, hier, Rasierklingen für dich. Na, so emo war ich nicht. Nee, aber das gab's mal den Emo-Dirk? Hast du mal dunkle Haare? Nee. Und so nach vorne gekämmt? Es gab den Punk-Dirk und dann bin ich eigentlich. Irgendwann gab es Hip-Hop-Dirk und jetzt bin ich Nerd-Dirk. Geek-Dirk. Du bist immer noch ein bisschen Hip-Hop-Dirk. Macklemore! Represent! Aber die englische Lieblingswerbung ist auch geil. Meine Lieblingswerbung ist die mit der Poolparty. Ich erinnere mich an so wenig. Ich weiß noch, diese eine, wo der Typ irgendwie in die Dusche steigt und sich einreibt und dann bricht der Boden durch und er landet auf der Autobahn. Weiß ich nicht. Das ist eine Party auf jeden Fall. Du siehst einfach nur. Still a better love story than Twilight. Du siehst einen Swimmingpool und in diesem Pool sind halt 7 Bikini-Mädels am Planschen, Bälle rumspielen und sowas. Und dann gucken sie so total entgeistert Richtung Tür und dann steht da ein Typ im Anzug mit einem Billardkö und sagt: Ah, Poolparty. Ja, da gab es eine zweite von wegen, wo die Ehefrau komplett in so einem heißen, kleinen Lack- und Leder-Schulmädchen-Outfit rauskommt und guckt ins Schlafzimmer und der Typ sitzt da an so einem Tisch mit Würfeln und so, oh, Roleplaying. Ja. Ja, gut, wir gucken uns gleich noch die ganzen Werbung an. Sehr gut. Sehr schön, das hat ja Hammer alle Dinge gemacht. Ich zeige euch jetzt, ja, mit dem Konzert, das habe ich schon gemacht. Ich zeige euch jetzt gleich erstmal dieses Video zu dem Thema Fliegenpilz. Okay. Ja. Ja. Kinders. Meine Damen und Herren. Jeder darf nochmal allen Zuhörern was wünschen. Sebi. Ich wünsche allen Zuhörern gesegnete Feiertage, egal welche Religion ihr angehört oder ob ihr überhaupt eine angehört. Keine Ahnung. Gebt euch den Konsum hin, fresst so viel ihr wollt. Vögelt so viel ihr wollt und guckt L'Oreal. Das ist ganz wichtig. Das wird zum Ende hin wird's richtig gut. Ich wünsche allen Zuhörern das, was ich Menschen sowieso immer wünsche. Seid so, wie ihr seid und habt keine Angst davor. Fertig. I guess I'll say mine in English. Yes, because please. Then there's 3 English and... sorry, 3 German and 1 English. So, sounds like a porno. I like where this is going. Yeah. We have the title of this episode. Happy holidays, Merry Christmas, and all that jazz, you know. And all that jazz. Lift. Spirit fingers. Yeah. Ich wünsche euch allen gutes Essen, kurze Streitigkeit mit der Familie und gute Filme. Ja. Viel Zeit auf der Couch. Einfach nur viel Zeit. Kein Stress. Couch, ja. Kein Stress. Also, Streitigkeiten, dass die ausbrechen und einfach schnell wieder durch sind, damit sie nicht mitgetragen werden und dann. Und guckt euch L'Oreal an, ja, warum nicht? Und Gremlins. Scheiße. Abby, du musst L'Oreal gucken. Scheiß auf, stirb langsam. Guckt euch L'Oreal an, tatsächlich. Kevin allein. Ja, ich Alice glaube, Adams Familie will nicht L'Oreal gucken. Die kann man, glaube ich, auch. Oh, wenn du deiner britischen Familie zeigen willst, was deutscher Humor ist, ist Papa das Beste. Papa Ante Porters.
Na, einfach nur Weihnachten bei den Hoppenstedts. Ich kaufe hier ein. Das ist das Beste. Palim, palim. Das ist aber nicht Oreo. Eigentlich, die erste. Das ist übrigens eine Star Wars-Decke, ne? Comedy auf Deutsch, das ich gehört habe, war Joko und Klaas. Ah. Und das heißt, warte. Du hast nie voll normal gesehen? Porno-Ping-Pong. Ich habe nichts gesehen außer Joko, Klaas, Stromberg, Pastewka. Voll normal nicht. Erkan und Stefan hast du nicht gesehen. Mundstuhl. So lange ist sie ja noch nicht hier. Du erzählst so deine ganze Jugend. Mundstuhl war da schon wieder nicht Mundstuhl, mehr da. Seit wann gibt es den Mundstuhl? Jetzt komm bitte hier nicht auch mit dir an. Wie hießen die anderen? Mundstuhl gibt es seit 94, du meinst Badesalz. Badesalz. Genau, Badesalz. Die gibt es doch schon in den 90ern. Ja, aber jetzt. Ich war in den 90ern, war ich zweimal live bei Badesalz. Ja, aber siehst du, also im August doch erstmal seit 5 Jahren da. Jetzt kommt man doch nach. Pastewka läuft auch seit 4 Jahren nicht mehr im Fernsehen. 4,5 Jahre. Ja, seitdem gibt es auch Pastewka mehr im Fernsehen. Im nächsten August 5 Jahre hier. Wir haben noch sehr viel Comedy, die wir zeigen können. So. Otto. Wahrscheinlich hast du Otto nicht willst gesehen. Du, dass sie bleibt oder willst du, dass sie geht? Sebi? Ja? Wir sind Team Otto, oder? Ja, ich gehe 2021, habe ich Karten für ihn. Ich hoffe, er lebt dann noch. Ja, sicher. Der nimmt ja keine Drohung. So, auf jeden Fall, das war die sehr seltsame, komische, internationale Weihnachtsfolgeshow von Isle of Lamp, dem Podcast mit Wookie. Sebi. Dirk. Happy. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Na 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 na. La 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 la. Der Podcast.